Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Teilnehmer der Waldkonferenz. Sie hatten eben schon erwartungsvolles Schweigen, als ich an das Mikrofon ging, und jetzt sind wir in dem Personenkreis vollzählig, die hier entsprechend angemeldet sind. Sie wissen, diese Waldkonferenz hatten wir eigentlich zu einem ganz anderen Termin geplant. Ich bin und meine Mitarbeiter, glaube ich, noch mehr, sind sehr froh, dass wir sie dann heute auch in dieser Form starten können und das Programm auch entsprechend so durchziehen werden. Corona hat uns diese gesamte Waldkonferenz begleitet, von der ersten Planung bis gestern Abend 19.45 Uhr. Da hat der letzte Referent sich noch spontan entschieden, nicht kommen zu können, Corona-bedingt logischerweise. Wir haben verschoben, wir haben abgesagt, wir haben neue Termine finden müssen, wir haben Referentenwechsel vornehmen müssen, wir haben eine Online-Variante, und vielen Dank an das Team, was uns hier den ganzen Tag über begleiten wird. Sie werden mich heute auch immer mal wieder mit diesem iPad rumlaufen sehen, weil jeder von außen, der sich eingeloggt hat, kann hierüber auch Fragen stellen. Ich werde Sie heute den gesamten Tag begleiten, werde die Veranstaltung weitestgehend moderieren. Herr Minister wird nach der Pressekonferenz uns leider verlassen müssen. Aber der Vorteil einer Hybridveranstaltung, einer Online-Konferenz ist, es wird ja alles aufgezeichnet, sodass nichts verloren geht. Gestatten Sie mir ein, zwei Hinweise zu Corona. Ich hatte es eingangs ja schon gesagt, wenn Sie auf Ihrem Platz sind, können Sie sehr gerne die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Ansonsten bitte ich Sie, achten Sie auf die Abstände, achten Sie besonders in den Pausen und in den bilateralen Gesprächen auf die Abstände und tragen Sie dort eben die Mund-Nasen-Bedeckung. Und auch am heutigen Tag vergessen Sie nicht, Ihre Hände regelmäßig zu desinfizieren. Ich sagte bereits, ich begleite Sie durch den heutigen Tag, aber zwei ganz wichtige Personen, Andreas Schulze und Martina Böhme, meine beiden Mitarbeiter, stehen für alle Fragen, die Sie haben, zu den Seminarräumen, zur Übertragung und zu allem Möglichen jederzeit zur Verfügung. Organisatorische Fragen können auch mit den beiden besprochen werden. Wir beginnen diese Waldkonferenz mit einzelnen forstpolitischen Statements. Dem folgen vier wissenschaftliche Vorträge. Danach haben wir die erste Pause verdient. Wir gehen in die Mittagspause. In der Kantine besteht für Selbstzahler die Möglichkeit, ein kleines Essen einzunehmen. Und um 13.30 Uhr beginnen die Workshops. Da haben wir einige Veränderungen, wie ich eben schon sagte, Corona-bedingt sehr kurzfristig. Wir hoffen, dass wir das alles sich irgendwie zusammenrüttelt. Und dann sehen wir uns um 15 Uhr in der größeren Runde wieder zusammen hier. Auch da besteht für die Externen, die online zugeschaltet sind, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen. Und ich plane, auf 17 Uhr die Veranstaltung dann gemeinsam mit Ihnen zu beenden. Ich freue mich jetzt besonders, dass unser Minister für Wald, Forstwirtschaft und Klima, möchte ich Sie heute mal bezeichnen, Herr Vogel, und bitte Sie jetzt um Ihr Grußwort zur Waldkonferenz. Danke sehr. Ja, danke, Herr Dr. Lessner. Ja, guten Tag auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren. Es sind ja weniger Damen als Herren hier anwesend. Das ist gleich auch ein Thema, was ich auch noch ansprechen werde. Aber seien Sie mir alle willkommen, egal ob Landtagsabgeordnete, Verbandsvorsitzende, Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter, Mitarbeiterinnen aus dem Landesforstbetrieb und natürlich die sehr geehrten Vertreterinnen und Vertreter der Holz- und Privatwirtschaft, weil Wald ja nicht nur sich im öffentlich-rechtlichen Sektor abspielt, sondern selbstverständlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren und natürlich auch liebe Vertreter der Umweltverbände. Ich darf Sie hier alle vor Ort begrüßen. Ich darf auch alle diejenigen begrüßen, die sich jetzt zugeschaltet haben. Wir haben ja hier, das wurde gerade angesprochen, eine Hybridveranstaltung. Ursprünglich wollten wir ja eine Präsenzveranstaltung machen mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. So war das konzipiert, so war auch dieser Tagungsort ausgesucht worden. Es ist anders gekommen, aber wie Herr Dr. Lessner schon ausgeführt hat,
werden wir auch unter Corona-Bedingungen selbstverständlich in der Lage sein, diese Tagung durchzuführen. Wir verstoßen in keinster Weise, sondern stehen im völligen Einklang mit allen Richtlinien des Landes und des Bundes, die dazu erlassen wurden. Und ich gehe mal davon aus, dass es zumindest der Diskussionsfreudigkeit keinen Abbruch tun sollte. Wir haben dafür auch, muss ich auch an dieser Stelle sagen, jetzt erstmals sehr viel Geld in die Hand genommen, um eine solche Veranstaltung in diesem Format durchführen zu können. Das war es uns aber wert. Ich möchte daran erinnern, dass der Landtag bereits im November darüber diskutiert hatte. Da hatten wir diese Veranstaltung zugesagt. Herr Dr. Lesner hat auch schon darauf hingewiesen, dass sie eigentlich für das Frühjahr konzipiert war. Es war eine der ersten Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt werden musste. Aber wir wollten jetzt nicht nochmal absagen, sondern diese Veranstaltung ist uns wichtig, weil das Thema Klimawandel, Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald uns allen auf den Nägeln brennt und wir, denke ich, auch sehr schnell hier zu Ergebnissen kommen müssen. Nachhaltigkeit und Vielfältigkeit ist mir persönlich sehr wichtig, nicht nur der Koalition, aber das ließ sich leider nicht bei allen Referentinnen und Moderatorinnen umsetzen. Wir sind also nicht paritätisch besetzt, das erkennt hier auch jeder und jeder. Frau Settekorn sei nochmal extra begrüßt. Wir sind eben hier sehr männerdominiert, was auch mit der Forstwirtschaft zu tun hat, auch wenn wir in der Landesforstverwaltung zunehmend viele engagierte Frauen haben, Försterinnen haben, Revierförsterinnen haben und wer gestern vielleicht die Sendung Planet E gesehen hat, der weiß, dass Frau Göpel eine dieser Revierförsterinnen ist mit einer unglaublichen Ausstrahlungskraft, aber von denen haben wir viele in der Landesforstverwaltung, aber wir haben sie eben nicht alle hier. Und wir haben eben auch, und das ist wirklich sehr bedauerlich, obwohl wir uns bemüht hatten, Frauen als Referentin zu gewinnen, wir haben sie auch gewinnen können, aber dennoch haben mehrere kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt und deswegen ist die Diskussionsrunde dann eben so zusammengesetzt, wie sie hier zusammengesetzt ist. Es erwartet uns heute ein spannendes Programm, ich glaube, darüber besteht kein Zweifel. Und es ist auch so konzipiert, dass es nicht nur intensive, sondern auch konträre Diskussionen geben soll und geben wird, weil ich denke, es gibt nicht nur die eine Sichtweise auf unserem Wald, es gibt nicht nur die eine Sichtweise auf den Umgang mit dem Klimawandel, sondern es gibt viele Sichtweisen und die müssen auch miteinander in Kontakt gebracht werden. Und es muss dieser Streit geführt werden, ein produktiver Streit. Und ich denke, das ist sehr gut, dass eben alle hier zusammengekommen sind, egal ob Waldeigentümer, Jäger, Wissenschaft, Forst, Holzwirtschaft, Naturschutzverbände, weil wir gemeinsam über die Zukunft der brandenburgischen Wälder diskutieren wollen. Wir setzen uns also auseinander heute mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald, aber viel stärker doch über unsere möglichen Antworten darauf, weil Fragen haben wir genug, aber die Antworten haben wir bis heute nicht gefunden. Aber Sie wissen alle genauso gut wie ich, dass die letzten 3 Jahre nicht spurlos an unserem Wald vorbeigegangen sind, dass wir uns nicht vergleichen können im Wald mit der Landwirtschaft, wo dann eben mal Niederschläge zum richtigen Zeitpunkt wieder dazu beitragen können, dass wenigstens eine halbwegs vernünftige Ernte zustande kommt. Das ist in der Forst nicht so, sondern wenn eben 3 trockene Jahre zu verzeichnen sind, dann sind eben die Böden gerade auch unter Brandenburger Bedingungen staubtrocken bis in den Wurzelbereich der Bäume hinein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf den jährlichen Waldschadensbericht. Das Absterben inzwischen ganzer Waldflächen ist in Brandenburg besonders im Süden unübersehbar, Kreis Elbe-Elster insbesondere. Kahlflächen entstanden durch Trockenheit, Stürme, Waldbrände, auch eine doch etwas ausufernde Erscheinung der Jahre 2018 und 2019. Insektenfraß müssen unter erheblichen finanziellen und personellen Einsatz wieder aufgeforstet werden. Und das ist das Bemerkenswerte, sind alle Baumarten in Brandenburg betroffen, alle Hauptbaumarten sind betroffen, egal ob Buche oder Eiche oder Fichte, die allerdings nur einen geringen Prozentsatz macht, aber eben auch zukünftig die Kiefer immer stärker bedroht ist. Lärche ist durch die Trockenheit ebenfalls schwer geschädigt. Ahorn zeigt auch schon erhöhte Stresssymptome und teilweise Absterbeerscheinungen, aber insbesondere die Kiefer. Mit 70% in der Baumartenverteilung unserer Hauptbaumart nach wie vor ist ebenfalls auf vielen Flächen trotz ihrer hohen Trockentoleranz durch Wassermangel und Befall von Schädlingen geschwächt und wir werden bestimmt dazu auch noch weitere Ausführungen hören. Mit der Durchführung der heutigen Brandenburger Waldkonferenz möchte ich mit Ihnen zusammen erste Antworten
auf die momentan drängenden Fragen zur Zukunft unserer Wälder diskutieren. Wie kann die Forstwissenschaft und die Forstwirtschaft die Grundlage klimastabiler Wälder nicht nur auf Kahlflächen, auf Schadkahlflächen, sondern auch schon in den bestehenden Wäldern, in den bestehenden monostrukturierenden Wäldern für nachfolgende Generationen und mit geeigneten Baumarten langfristig sicherstellen? Und ohne die Ergebnisse der Konferenz jetzt vorwegnehmen zu wollen und auch zu können, kann meines Erachtens nur eine Kombination aus mehreren Wegen der Schlüssel zum Erfolg sein. Erstens die Sicherstellung einer auf wissenschaftlichen Ergebnissen beruhenden Bewirtschaftung der brandenburgischen Wälder durch die Privat- und Landeswaldbewirtschaftung. Zweitens ein enges Bündnis zwischen Forschung und Forstpraxis für den Waldumbau. Und drittens ein flächendeckendes und modernes Jagdmanagement zum Ersten. Es ist von mir oft genug auch schon in der Öffentlichkeit angesprochen worden, dass eines der überraschendsten Erkenntnisse für mich als Forstminister dieses Landes war, dass wir fast 100.000 Privatwaldbesitzer haben, von denen 93.000 weniger als 10 Hektar haben. Und dass es ein großes Problem ist, an die heranzukommen, wenn es darum geht, Waldumbau zu betreiben, Waldbewirtschaftung zu betreiben. Häufig ist überhaupt kein Interesse, überhaupt keine Kenntnis über den vorhandenen Wald, über den eigenen Wald vorhanden. Und der Wald wird noch gar nicht so in dem Ausmaß dann als persönliches Vermögen auch eingeschätzt, ne, weil man häufig überhaupt keine Kenntnis hat, wo genau liegt eigentlich mein 20 mal 100 Meter großes Waldgrundstück. Geschweige denn bei den Leuten, die ins Grundbuch eingetragen sind, aber ihren Wohnsitz schon längst in Frankfurt am Main oder München oder Hamburg oder Gott weiß wo haben oder Erbengemeinschaften seit 10 Jahren sich schon nicht mehr darum gekümmert haben. Und diese Gruppe ist aber nicht nur zahlenmäßig groß, sondern sie bewirtschaftet auch 250.000 Hektar Wald. Und das heißt, wir müssen uns natürlich Gedanken machen, wie kommen wir an die Leute ran. Das eine ist, dass wir eine Aufklärungsoffensive gemacht haben über unsere Förster, aber ich denke, das reicht noch lange nicht aus. Wir müssen für eine flächendeckende Bewirtschaftung der Wälder werben und damit auch den Waldumbau vorantreiben, um ihn vorantreiben zu können. Das kann möglicherweise oder vielleicht ausschließlich durch eine strukturelle Stärkung von Forstbetriebsgemeinschaften weiterhin garantiert werden. Der Kleinstprivatwald soll sich ja in Forstbetriebsgemeinschaften organisieren, aber er tut es eben zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollumfassend. Und das wird eine Hauptaufgabe sein, wie können wir es erreichen. Und ich denke, da sind jetzt hier auch mehrere im Raum, die dazu auch gute Beiträge leisten können. Dann ist es natürlich so, dass Waldumbau, Wiederaufforstung mit immensen Kosten verbunden ist. Pro Hektar, wenn Bezäunung mitgerechnet wird, 10.000 Euro. Ein immenser Aufwand, den wir in der Form, glaube ich, auch nur schwer stemmen können. Der Bund hat immerhin, auch mit Unterstützung der Länder, zusätzliche 800 Millionen Euro für die Bewältigung der forstwirtschaftlichen Schäden auf den Weg gebracht. Aber auch hier verzeichnen wir übrigens das Problem, dass nicht alle Mittel, die uns als Land zur Verfügung stellen, überhaupt abgerufen werden. Dass nicht mal dann, wenn wir 90% oder 100% Förderung bezahlen, die Bereitschaft besteht, sich überhaupt um die Fördermittel zu bemühen. Und auch das ist ein großes Problem. Und wir sehen doch alle, dass es massive finanzielle Einbrüche für alle Waldbesitzer gibt und gegeben hat, aufgrund der des landes- und europaweiten Holzmarkteinbruches mit geringen Holzerlösen, auch aufgrund der Dürreschäden, Orkanschäden und Ähnliches, aufgrund der Extremwetterereignisse. Jetzt will der Bund auch noch zusätzlich im Rahmen des Konjunkturpakets Mittel auch für den Wald zur Verfügung stellen. Und wir diskutieren auch mit dem Bund, und dazu gibt es auch schon eine Entscheidung der Agrarminister der Länder, dass Ökosystemleistungen in Zukunft auch Fördergelder erhalten sollen, Ökosystemleistungen des Waldes, durch welches die Waldeigentümer eben Einnahmen generieren können und in die Lage versetzt werden, ihre Wälder auch zukünftig zu bewirtschaften. Wir wollen das auch langfristig absichern, nicht als eine einmalige Maßnahme, einfach mal im Jahr 2021 700 Millionen ausreichen und dann war es das, sondern es soll eine dauerhafte Finanzierungsquelle sein, allerdings nicht eine Leistung des Staates, ein Förderinstrument ohne Gegenleistung. Auch das
müssen wir sagen. Also es geht nicht darum, nur Eigentum zu finanzieren, sondern es geht darum, dass die Wälder auch nachhaltig bewirtschaftet werden, klimastabilisiert werden und dass die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ihre Wälder dann auch dementsprechend umbauen. Es soll kein Geld für Nichtstun geben, kein Geld nur für Eigentum. Entscheidend für die Wälder Brandenburgs ist aber darüber hinaus, jenseits der Mittel, die zur Verfügung gestellt werden für Privat- und auch Kommunalwald, übrigens, das ist ja auch nicht unerheblich, dass wir auch ausreichendes Personal in allen Organisationseinheiten haben, in der Landesforstverwaltung, auch bei den kommunalen Waldbesitzern selbstverständlich. Aber wir werden das nur erreichen, wenn auch die entsprechenden Stellen und Mittel zur Verfügung gestellt werden. Da kommt dann Corona auch wieder als ein nicht so schöner Nebeneffekt dazu. Wir haben ein Gutachten ausgeschrieben für die zukünftige Strukturierung des Landesforstbetriebes und sind jetzt gerade dabei, gemeinsam mit unseren Förstern, gemeinsam mit den Personalvertretungen darüber zu sprechen, wie der Forst zukunftsfähig aufgestellt werden kann. Aber wir haben das generelle Problem, und das, glaube ich, trifft auch den Privatwald, ein Rekrutierungsproblem, wenn es darum geht, freie Stellen, wir haben ja auch immer wieder freie Stellen zu besetzen, weil gar nicht so viele Forstabsolventen auf dem Markt sind, wie eigentlich in ganz Deutschland benötigt werden. Und die Länder dann auch noch untereinander konkurrieren. Und es eben gar nicht ausreicht, darauf hinzuweisen, dass eine Ausbildung an der HNEE beispielsweise in Eberswalde stattgefunden hat, weil die nicht alle zwangsläufig in Brandenburg arbeiten wollen, sondern auch ihren Arbeitsplatz vielleicht in Baden-Württemberg oder Bayern zu wesentlich besseren Gehältern oder Besoldungen finden. Und das ist eben eine Schwierigkeit, mit der wir uns auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen. Wenn wir eine junge Landesforstverwaltung haben wollen, und wir werden zwangsläufig eine junge Landesforstverwaltung haben, weil wir in den nächsten Jahren sehr viele Altersabgänge haben werden. Zum Zweiten, um die Zukunft in Brandenburg klimaangepasste Waldbestände zu begründen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft und Forschung unerlässlich. Dazu haben wir ja in Eberswalde seit vielen Jahren das LFE, das sich mit den Fragen des Klimawandels beschäftigt. Wir haben auch das Thünen-Institut, wir haben alle möglichen wissenschaftlichen Einrichtungen im Land, auch in Potsdam, die sich mit dem Thema Klimawandel auch bezogen auf den Wald auseinandersetzen. Wir brauchen einfach alle. Wir brauchen eine Zusammenwirkung aller Forscherinnen und Forscher, um hier auf sichere Beine gestellt werden zu können. Und das brauchen wir zum Beispiel Anbauempfehlungen. Wir brauchen eine Berücksichtigung der Risikofaktoren, also eine Bewertung der Risikofaktoren. Wir brauchen Erkenntnisse zur Anpassung verschiedener Baumarten an den Klimawandel. Wir brauchen genetische Untersuchungen an Baumarten und Herkünfte. Und natürlich muss die Waldschutzforschung sich auch auseinandersetzen mit neuen Schadorganismen, die auftreten. Und vieles, was früher mal als sicher galt, gilt heute überhaupt nicht mehr als sicher. Also ich kann mich noch erinnern, vor 20, 25 Jahren galt die Douglasie als eine Baumart, die absolut schädlingsresistent ist und praktisch die absolute Zukunft in ganz Deutschland darstellen wird. Aber wir hören aus Westdeutschland, dass es so einfach denn auch nicht ist. Das dritte Thema, was ich auch angesprochen habe und wo die Meinungen mit Sicherheit auseinandergehen, ist die Jagd. Wir haben in vielen Brandenburgs deutlichen Wildverbiss an ungezäunten Kulturen und der ist eindeutig zu hoch. Also wir haben immer den Vergleich, den bundesweiten Vergleich, 25% Wildverbiss ist der Durchschnitt, in Brandenburg über 50%, und das sind ja nur die Pflanzen, die überhaupt noch gesehen und gezählt werden können. Diejenigen, die vollständig verschwunden sind, weil sie aus dem Boden gezogen wurden, können nicht mehr bewertet werden. Und das ist eindeutig zu hoch. Und eine flächendeckende Sicherung der Naturverjüngung nur durch Zäunungen und Nachpflanzung, das wird mit Sicherheit nicht funktionieren, weil es einfach zu teuer ist und Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Und wir zudem verzeichnen, dass gepflanzte Kulturen deutlich anfälliger gegenüber Trockenheit und Hitzeperioden sind. Von daher sehen wir in meinem Ministerium es als notwendig an, dass wir zu einer Reduzierung der Schalenwildbestände kommen. Das heißt nicht, dass das Wild ausgerottet werden soll. Das heißt nicht Wald ohne Wild, sondern Schalenwild gehört selbstverständlich zu unseren Lebensräumen.
Und eins wissen wir auch, je besser das Biotop ist, desto mehr Schalenwild kann es dann auch ertragen. Und die Diskussion werden wir jetzt, glaube ich, auch in größerem Ausmaß noch bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes führen. Wir selber haben für unseren Landeswald die Entscheidung getroffen, weil wir auch die guten Vorbilder haben. Auch das muss ich sagen, ich sehe Herrn Mehl zum Beispiel mit seinem Revier in Reiersdorf. Aber wir haben auch Privatwaldbesitzer, wo man erkennen kann, dass es einen Unterschied ausmacht, welches Jagdregime gefahren wird. Und wir haben für unseren Landeswald die Entscheidung getroffen, dass wir ab 1. Januar 2021 in den Gebieten, wo wir selber das Jagdrecht haben, also in den Eigenjagdbezirken des Landes, keine Zäune mehr zum Schutz der Kulturen bauen werden, sondern entsprechend jagdlich intensiver wirken wollen. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, wir haben alle die Probleme klar vor Augen und auch die drängenden Herausforderungen. Wir werden die ambitionierten Ziele, und das heißt ein klimaresilienter Wald, der auch Erträge abwirft. Also wir können Forstwirtschaft nicht ohne Wirtschaft sehen, genauso wenig wie wir den Wald nicht als reines Wirtschaftsmedium ohne ökologische Zusammenhänge sehen können. Wir werden unsere ambitionierten Ziele nur dann erreichen, wenn wir uns gleichberechtigt und vorurteilsfrei auf Fachebene begegnen und immer wieder den Dialog miteinander suchen. Heute ist so eine Situation, wo wir genau das tun können, und zwar kontrovers zu diskutieren. Wir müssen jetzt nicht alle dieselbe Position vertreten, auch das habe ich eingangs schon gesagt, sondern wir wollen kontrovers diskutieren, um auch nach vorne zu kommen. Und dafür wünsche ich uns alle eine gute und diskussionsreiche Veranstaltung, wobei ich, auch wenn es jetzt hieß, der Minister wird uns bald verlassen, nein, so ist es nicht. Ich bleibe bis zur Mittagspause da, dann muss ich allerdings tatsächlich nach Potsdam verschwinden und eine Pressekonferenz ist in der Mittagspause angesetzt, aber ich bin auch sehr interessiert an den einführenden Beiträgen, auch wenn ich anschließend dann nicht an den Arbeitsgruppen teilnehmen kann. Ich wünsche uns allen einen guten Verlauf dieser Veranstaltung. Recht herzlichen Dank. Herr Minister Vogel, vielen Dank für Ihr Grußwort und damit für die Eröffnung der Brandenburger Waldkonferenz. Ich hatte Ihnen schon mitgeteilt, wir starten jetzt erst noch mit zwei weiteren politischen, forstpolitischen Statements. Da ich heute die Moderation habe, habe ich eine Karte. Die kriegen alle Referentinnen und Referenten einmal ganz kurz mit den 2 Minuten gezeigt und danach wird es rot. Das erlaube ich mir bei allen weiteren Vorträgen. Und ich würde jetzt sehr gerne mit Herrn Hasselbach beginnen. Herr Hasselbach ist Diplom-Forstingenieur FH, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes Brandenburg, privater Forstdienstleister und Berater und darum spricht er heute zu uns, Vorsitzender des Forstausschusses bei der obersten Forstbehörde. Für die, die nicht ganz in der Materie drinstehen, der oberste Forstausschuss ist nicht wie im parlamentarischen Raum ein Befragungsinstrument, sondern er ist ein Beratungsinstrument. Der Herr Minister und das gesamte Ministerium werden von Herrn Hasselbach und dem Forstausschuss beraten. Und wir haben heute ja viele Mitglieder aus dem Forstausschuss hier, die auch als Referenten in den Workshop aktiv sind. Herr Hasselbach, bitte sehr. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Branchenvertreter, sehr geehrte Damen und Herren hier vor Ort und an den Bildschirmen und natürlich auch ein sehr geehrtes Herr Dr. Lessner, vielen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Zu manchen Vorträgen kommt man wie die Jungfrau zum Kinde. Und so freue ich mich heute Ihnen über meinen Lieblingsthema eigentlich etwas sagen zu dürfen, das Thema Wald. Als Titel wurde mir genannt, die Situation Brandenburger Wälder. Fontane würde jetzt sagen, ein weites Feld. Da ich als Vorsitzender des Forstausschusses weder über einen eigenen Stab verfüge,
noch die internen Datenquellen der Landesforstverwaltung oder gar des Ministeriums anzapfen darf, erlauben Sie mir, dass ich mich heute auf ein paar Schlaglichter konzentriere zum Brandenburger Wald und dazu einige Bemerkungen mache. Sie spiegeln meine persönliche Einschätzung wider und nicht die von Dritten. Um es gleich vorwegzunehmen, ich werde in dem Vortrag zwischen den Begriffen Wald und Forst, Waldwirtschaft und Forstwirtschaft, munter hin und her springen, so wie sich das im öffentlichen Diskurs verfestigt hat. Das soll aber die Inhalte nicht weiter stören. Und es ist nun mal so, es raufen in der letzten Zeit, in den letzten anderthalb Jahren, eine ganze Reihe von Journalisten an und fragen mich dann, Herr Hasselbach, was ist eigentlich das größte Problem im Brandenburger Wald? Und ich sage dann immer, um mich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, das weiß ich auch nicht. Um dann aber nachzulegen, ja, es sind leider sehr viele und es sind auch sehr große. Insofern, welches nun das Größte ist, sei dahingestellt. Wenn man genauer hinguckt, muss man schon sagen, wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir für den Wald haben, dürfte die rasant fortschreitende Veränderung der Umwelt sein. Sie betrifft die Pflanzen durch Dürre, Stürme, Feuer, Stoffeinträge und fordert von ihnen eigentlich alles ab, was so die Evolution ihnen an Überlebensstrategien beigebracht hat. Mit den Veränderungen der Pflanzen und ihren Symbionten verändert sich auch das Tierreich. In den Prozessen gibt es Profiteure und es gibt Verlierer. Das Leben und Sterben, das ordnet sich neu und was gerade noch dominant war, kann im nächsten Moment auch schon untergehen und natürlich auch umgekehrt. Diese Veränderung ist ungewöhnlich, vor allem auch deswegen, weil sie sich in einer solchen ungeheuren Geschwindigkeit vollzieht. Eine solche Entwicklung könnte uns Menschen eigentlich völlig unbeeindruckt lassen, wenn wir nicht so stark von den Wäldern abhängig wären. Und wenn ich hier so in die Runde gucke und auch bei mir selber, muss ich feststellen, viele von denen, die heute hier sind, sind ja ganz besonders vom Wald abhängig, weil wir dort unserem Beruf nachgehen, weil wir dort Verantwortung tragen oder unsere Freizeit dort verbringen oder sonst irgendwie materiell oder auch emotional mit dem Wald verbunden sind. Was im Wald passiert, das bewegt uns und zwar zum Teil ganz mächtig. Die Entwicklungen im Wald sind für uns vor allem auch deswegen so bedrohlich, weil in letzter Zeit es zu Erscheinungen kommt, die für uns unerwartet auftreten und die wir bisher nicht kannten. Es fehlt uns an Erfahrung im Umgang damit. Aber gerade die Forstwirtschaft hat ja in der Vergangenheit sehr viel mit den Rückgriffen auf die Vergangenheit gelebt und auch gewirkt. Nehmen wir die Standortskunde, die Waldwachstumskunde, der Waldbau, die Forsteinrichtung. Wir greifen immer mehr oder minder auf die Vergangenheit zurück, um dann einen etwas abgesicherten Blick in die Zukunft für unsere Maßnahmen und für unser Handeln greifen zu können. Das hat sich ohne Zweifel bewährt, aber jetzt scheint auf einmal vieles so anders zu werden. Die Rahmenbedingungen ändern sich in atemberaubender Geschwindigkeit, sodass wir kaum noch hinterherforschen können. Und wenn wir glauben, etwas Neues gefunden zu haben, dann heißt das ja noch lange nicht, dass dieses neue Wissen tatsächlich auch in der Fläche ankommt und in den Köpfen derjenigen, die dieses neue Wissen anwenden sollen. Und wenn Sie jetzt heute durch Brandenburg durchfahren, dann kann es Ihnen immer noch an zahlreichen Stellen passieren, dass wir forstfachlich dort im Mittelalter sind und so tun, als hätten wir die letzten 50, 60, 70 Jahre kein neues Wissen in diesem Bereich generieren können. Und hier sehe ich in der Tat ein Kennzeichen für die Situation im Brandenburger Wald. Unser Umfeld verändert sich und wir beharren auf alten Konzepten. Und mit wir meine ich Förster, Waldbesitzer, forstliche Verwaltung, aber auch Jäger, Naturschützer, Holzverwender und nicht zuletzt auch die Politik und die Bürger. Es besteht eine gewisse Trägheit im Denken und eine gewisse Mutlosigkeit im Neudenken.
Das scheint mir gefährlich zu sein. Wir bewegen uns natürlich mit der Forstwirtschaft auch nicht in einem luftleeren Raum. Wir sind eingebettet, ich sage das immer so gern, in den normalen Wahnsinn unserer Zeit. Aber spätestens, wenn wir versuchen, unsere Themen aus dem Wald einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, erfahren wir, wie unverständlich selbst einfachste Zusammenhänge unseren Mitmenschen erscheinen können. Und nicht selten führt das oder führen diese Rückschläge bei uns Waldleuten dann zu Wut oder vielleicht Verachtung, auch zu Verzweiflung oder Resignation. Und verstärkt wird dieses Gefühl dann häufig auch dadurch, dass wir die Konstellation, in der diese Rückschläge passieren, einfach nicht so richtig verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen wollen. Man wähnt sich als der Nabel der Welt und erfährt die Leiden einer Randgruppe. Hier ist aus meiner Sicht etwas mehr Realismus gefragt, und zwar nicht nur in Festreden, sondern auch im täglichen Miteinander. Erlauben Sie mir nun einen kleinen Exkurs. Bekanntermaßen ist die Soziologie nicht meine Fachdisziplin, aber eine kleine Anleihe sei hier mal gestattet. Gegen Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelte eine Gruppe von deutschen Soziologen einen weiteren Ansatz zur Erklärung der sozialen Ungerechtigkeit im Land. Sie werden die Vertreter der Disparitätentheorie genannt. Und bei Hans-Leo Krämer in seinem Buch Soziale Schichtung von 1983 ist nachzulesen, sie vertraten quasi die Auffassung, dass ausschlaggebend für die Situation des Einzelnen ist, ob und in welcher Weise seine Interessen und Bedürfnisse vom Staat aufgegriffen werden und institutionelle wie finanzielle Absicherung erfahren. Der Staat handelt dabei vorrangig zur Stabilisierung des gesellschaftlichen Systems. Seine Hauptaufgabe sieht er in der Krisenvermeidung. Daher fließen die Gelder des Staates zuvörderst dahin, wo die Risiken für die Stabilität am größten scheinen. Andere Bedürfnisse, die nicht von mächtigen Gruppen aufgegriffen werden und vor der Politik wirkungsvoll vorgetragen werden, geraten in die Peripherie des staatlichen Aktionsbereichs. Und dies umso leichter, je höher die Kosten und je geringer die Gewinne drohen. Soweit Krämer 1983. Die Soziologen entwickelten dazu noch einen Begriff der Situationsgruppen. Das sind Gruppen von Menschen, die durch die jeweilige Situation gemeinsame Merkmale besitzen. Und jeder, der quasi in die gleiche Situation gehört, wird dieser Gruppe zugeschrieben. In Bezug auf den Wald scheinen mir hier zwei Aspekte von Bedeutung zu sein. Erstens, wenn wir über die Entwicklung des Waldes und der Forstwirtschaft in diesem Land reden, kennen wir in unseren Vorstellungswelten meistens eigentlich nur zwei Gruppen: Förster und Waldbesitzer. Nach Situationsgruppen geordnet, müssten wir diese Großgruppen aber deutlich differenzierter einteilen, um ihre Interessen und ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen. Wen wundert's, wenn wir bei unseren groben Einteilungen, bei den Lösungsversuchen konzeptionell an den Realitäten dann doch das eine oder andere Mal scheitern? Als Stichworte seien hier mal genannt das Thema Katastrophenschutz, das Thema Waldumbau, das Thema Fördermittel. Das ist vom Herrn Minister gerade ja vorhin auch schon angesprochen worden. Einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, diese grobe Aufteilung durch ein differenziertes Bild zu ersetzen und darauf abgestimmte Lösungsansätze zu entwickeln, scheint mir der Mühe durchaus wert zu sein. Nebenbei erwähnt, seit Längerem beschleicht mich der Verdacht, dass die Probleme unserer Branche dringend der Hilfe der Geistes- und Sozialwissenschaften brauchen, sonst können wir sie wahrscheinlich nicht lösen. Zweitens, aus der Sicht der Situationsgruppe, zugegebenermaßen der großen Situationsgruppe privater Waldbesitzer, ist der Aspekt nicht unbekannt, dass mächtige gesellschaftliche Konkurrenten uns durch entsprechende Präsentation ihrer Anliegen vor der Politik häufig die Aufmerksamkeit abziehen und Gelder und Ressourcen in ihre Richtung leiten können. In diesem Zusammenhang spielt es auch keine Rolle, ob es sich dabei um die Anliegen von Natur- und Artenschutz handelt,
um Fragen der forstlichen Verwaltung und deren Personal oder die Schaffung von Arbeitsplätzen. Das bleibt egal. Ich denke, auch an dieser Stelle macht es Sinn, nochmal genauer die Verhältnisse anzuschauen und gegebenenfalls auch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Meine Damen und Herren, Sie haben die Karte hier oben liegen lassen. Zum Glück. Ich will es damit nämlich bewenden lassen. Sie haben am heutigen Tage noch reichlich Gelegenheit, einen guten Teil der Probleme des Waldes und der Forstwirtschaft kennenzulernen, zu erfahren, zu erörtern und zu lösen. Nutzen Sie die Chance, Ihr Blickfeld zu erweitern und bleiben Sie dem Wald gewogen. Ich wünsche der Veranstaltung einen fruchtbaren Verlauf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herr Hasselbach, vielen Dank für diesen erweiternden Vortrag. Ich denke mal, Sie haben da ein, zwei Punkte getroffen, ohne das jetzt kommentieren zu wollen, die uns Förstern häufig abgehen. Das ist tatsächlich so. Kommen wir nun zum zweiten forstpolitischen Statement. Sie wissen, wir haben zwei Waldbesitzerverbände im Land Brandenburg, den Waldbesitzerverband und den Waldbauernverband. Wir haben uns bei der heutigen Veranstaltung entschieden, dass Herr Thomas Weber, seines Zeichens Stadtforstdirektor und Leiter des kommunalen Eigenbetriebes der Stadt Fürstenwalde und Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes, hier das politische Statement hält. Herr Rosenthal wird dann auch Mitglied bei der Pressekonferenz sein. Und ich denke mal, so wie wir ihn kennen, kann er sich auch jederzeit ja entsprechend zu Wort melden dazu. Thomas Weber, du bist auch Mitglied im Forstausschuss und im Jagdbeirat. Damit vereinst du zwei beratende Instrumente in einer Person. Ich bitte dich um dein entsprechendes Grußwort. Ja, sehr geehrter Herr Minister, verehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Lessner, Carsten, vielen Dank für die freundliche Begrüßung hier an dieser Stelle. Nachdem wir jetzt so ein bisschen in der Theorie waren, versuche ich jetzt den Blick mal ein bisschen ins Detail zu bringen und gucke mal, wie ich hier mit der Technik klarkomme. Die brennenden Probleme der Forstwirtschaft aus Sicht der Waldeigentümer. Ja, das funktioniert. Das wird so kurz mein Fahrplan für die nächsten paar Minuten mit Ihnen sein und ich versuche, dass die Karte vermieden werden kann und ich zügig durchkomme und wir miteinander die Themen mal umreißen. Die größten Probleme, Herr Hasselbach hat das schon gerade gesagt, man kann sie gar nicht so auf einen Punkt bringen, aber ich glaube, zwei elementare Probleme, die wir als Waldeigentümer momentan haben, sind der Klimawandel und die Folgen auf den Wald und damit einhergehend auch die Liquiditätsprobleme in den Forstbetrieben, einschließlich der Landesforstverwaltung und alle, die mit dem Wald zu tun haben. Und wenn Sie sich das Bild von Sieger Köder angucken, uns ist die Erde als Paradies überantwortet worden. Und ich glaube, viele haben den Satz in der Bibel falsch verstanden, macht euch die Erde untertan. Ich glaube, sie ist uns zur treuen Verwaltung in nachhaltiger Nutzung übergeben worden und nicht zur Zerstörung. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam miteinander dran wirken können. Der Klimawandel bedroht die Zukunft der Wälder, auch hier in Brandenburg. Und es kann nur eine Antwort geben, aus meiner Sicht. Weg von Reinbeständen hin zu gemischten Strukturen mit deutlich mehr Laubholz. Dass das, ja, ich muss immer mal gucken, ob das dann auch so funktioniert. Ach, hier ist es auch, wunderbar, super. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, dass das da ja auch geht. Ja, die fast einzige Einnahmequelle für viele Waldeigentümer ist der Holzverkauf. Und Sie sehen schon auf dieser Folie, im Gegensatz zu 2015, wo wir im Schnitt 40 Euro je Festmeter und Hektar geerntet oder umsetzen konnten, sind es heute 15 Euro je Festmeter, die so übrig bleiben. Und der Spielraum damit für Waldeigentümer, auch in den Wald zu investieren, ist damit natürlich sehr marginal geworden. Wir haben dazu am 20. Mai 2019,
eine Holzmarktkonferenz im Land Brandenburg gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, es ist enttäuschend, dass wir das einfach bei der Konferenz belassen haben, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich glaube, die Holzindustrie und auch die Forstwirtschaft, ich will nicht sagen, sie sitzen in einem gemeinsamen Boot, aber der eine ist vom anderen abhängig. Und wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir diese Talsohlen durchschreiten. Und wenn ich mir angucke, die Firma Klenk-Binder, 80% Fichteneinschnitt im Moment, wo bleibt die Kiefer im Land Brandenburg? Und Herr Minister, wir haben uns draußen im Wald dazu unterhalten, Forstschädenausgleichsgesetz und all die Instrumente, die theoretisch zur Verfügung stehen, die werden gar nicht genutzt, um zumindest etwas Struktur reinzubringen und den Preisverfall etwas zu bremsen. Warum sage ich das? Weil Waldbesitz einfach auch Fixkosten hat und die sind nicht unerheblich. Ich habe das einfach mal am Beispiel eines 6-Hektar-Betriebes hier aufgeschlagen. Wir haben ja gerade gehört, 94% oder 93% oder 93.000 Eigentümer haben weniger als 10 Hektar. Und jeder dieser Eigentümer hat eine Belastung, nämlich Fixkosten, die er irgendwie entweder privat finanziert oder aus den Holzerträgen decken muss. Und Sie sehen schon, da bleibt nicht viel übrig. Und wenn Sie heute 60 Euro je Hektar umsetzen, dann bleiben da vielleicht 7-8 Euro übrig und dann brauchen wir uns nicht über Waldumbau und andere Sachen groß unterhalten. Auch die Einnahmen aus der Jagd sind keine echte Einnahme für den Waldeigentümer, eher ein Problem. Und ich glaube, es ist ja hier auch schon deutlich angesprochen worden, dass wir hohe Wildbestände haben. Aber ich glaube, wir müssen da auch zu einem neuen Dialog mit den Jägern kommen. Weil, meine Damen und Herren, wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir die Jagd in der Freizeit so nebenbei erledigen. Also wir brauchen da auch wirklich neue Ansätze und vielleicht brauchen wir auch neue Stimuli. Die Verarbeitung von Wildfleisch im Land Brandenburg ist ja auch schon angedacht worden. Vielleicht muss man auch darüber nachdenken, das preislich zu stimulieren. Der Mensch lässt sich einfach durch Geld auch etwas lenken und leiten. Und ich sage einfach mal eine Zahl, wenn Sie für ein Kilo Reh im Verkauf 8 Euro kriegen würden oder für ein Wildschwein 4 Euro. Ich glaube, das wird den einen oder anderen motivieren und aktivieren, in seiner Freizeit noch etwas aktiver zu werden. Aber Jagd nur in der Freizeit nebenbei wird die Probleme, die wir haben, kaum lösen. Und noch einmal, ohne den Dialog mit den Jägern, die die Jagd auf der Fläche auch vollziehen, werden wir auch nicht weiterkommen. Und es ist schon kurz angesprochen worden, Herr Minister, selbst mit Fördermitteln über Festbeträgen, 5.000 Eichen auf einem Hektar. Wenn Sie da die Zahl von 10.000 Euro sehen, dann brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht klar machen, dass das einfach illusorisch ist, damit 300.000 Hektar im Land Brandenburg auf künstliche Art und Weise umzubauen. Das ist einfach nicht machbar. Ohne Naturverjüngung, ohne Jagdmanagement, ohne die Unterstützung werden wir da scheitern. Und es ist eben auch schon angesprochen worden, es muss uns schon zu denken geben, wenn auch Fördermittel nicht abgerufen werden, 2019 von 21 Millionen Euro nur 7,5 Millionen abgerufen. Das zeigt auch, in welcher Situation wir stehen und dass wir neue Antworten brauchen, um handlungsfähig zu bleiben. Und vielleicht neues Denken ist auch hier an dieser Stelle angesagt. Ich habe mir dazu auch Gedanken gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass man mit Gestattungsverträgen, ich habe damit immer wieder zu tun bei Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, wenn die Deutsche Bahn oder andere Infrastrukturmaßnahmen umgesetzt werden, dann werden Gestattungsverträge gemacht und die werden einfach von diesen Firmen dann über Dienstleister umgesetzt. Und vielleicht brauchen wir auch ein Dienstleistungsmodell, um im Waldumbau ein Stück weit voranzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch viele Firmen gibt, nicht zuletzt auch die Baumschulen, die daran mitwirken würden. Ja, welche Baumarten brauchen wir für den Waldumbau der Zukunft? Ich glaube, Brandenburg, die Kiefer und Birke werden sicherlich zwei Baumarten sein, die nach wie vor ganz wichtig sind. Aber wir brauchen natürlich darüber hinaus viel mehr. Und es gibt nicht die eine Antwort, die Baumart ist geeignet oder die eigene Baumart ist nicht geeignet. Und ich fand es ganz interessant, es gab am 13. August im Zeitmagazin Der Wald der Zukunft ein Statement. Die beiden Journalistinnen haben Ute Esser, Pia Ibisch und Gräfin von Plettenberg gefragt,
Na, eigentlich wäre noch in Deutschland 75% des Waldes Buchenwald. Im Moment sind es nur 16. Wie gehen wir damit um? Und dann gab es einen interessanten Dialog zwischen den Partnern, nämlich Herr Ibisch hat das erstmal unterstützt. Klar, die Buche ist ganz wichtig in Deutschland, aber sie leidet natürlich auch unter dem Klimawandel. Aber zuvorderst nur dann, wenn die geschlossenen Kronendächer aufgelichtet werden. Und die Gräfin Plettenberg sagten, aber was sollen wir Waldbesitzer denn tun, wenn uns unterschiedliche Wissenschaftler unterschiedliche Antworten geben? Und Professor Ibisch sagt dazu, ich weiß das auch nicht so genau. Ich glaube, zurzeit weiß das niemand. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, es herrscht totale Verunsicherung. Das müssen sich alle erstmal eingestehen. Danke für diese Wahrheit. Ja, der Waldschutz, auch schon angesprochen worden, ganz wichtiges Thema und mein Appell auch an die Umweltverbände, wenn das Monitoring-System des Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde in den Untersuchungen feststellt, dass es eine Bedrohungslage gibt, dann ist es, glaube ich, ein Gebot der Stunde und das letzte Mittel unter Umständen auf Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Und ich glaube, da sollten wir auch den Dialog miteinander pflegen und gucken, wie wir die Probleme lösen können, weil wir brauchen die Waldbestände im Waldumbau. Es nützt nichts, wenn wir auf Kahlflächen wieder neu anfangen und Ideologien helfen uns da nicht weiter. Auf der Seite Global Forest Watch kann man einfach mal gucken, in Doberlo-Kirchheim 26.000 Hektar Befall, Kiefer- und Buschhornblättwaspe oder ohnehin Probleme in Südbrandenburg mit dem Waldschutz von 2000 bis 2019, immerhin 1490 Hektar Waldverlust, weist die Seite aus und damit natürlich auch ein ganz immanentes Verschwinden von CO2-Speichermöglichkeiten. Und ich glaube, da sollten wir uns schon fragen, können wir uns das leisten? Können wir diesen Verlust wirklich tolerieren oder müssen wir da nicht doch miteinander Hand anlegen? Der Waldbrandschutz. Beim NABU-Naturschutztag Wald, Herr Minister, haben Sie das ja auch angesprochen, dass Sie mit dem Feuerwehrauto mal durch Wälder gefahren sind und feststellen mussten, ohne eine Infrastruktur im Wald, ohne ein forstliches Wegesystem, werden wir nicht auskommen. Dass das natürlich mit auch naturschutzfachlichen Aspekten verbunden werden muss, das ist völlig unstrittig. Aber dass wir dafür noch Ausgleich und Ersatzmaßnahmen leisten müssen, wenn wir eine Infrastruktur zum Schutz des Waldes schaffen, und damit die Kosten in die Höhe treiben. Ich glaube, das kann man kaum einen vermitteln, zumal wir hier in Brandenburg ähnlich wie Spanien und Portugal eine unheimlich hohe Waldbrandgefährdung haben. Aber ich bin auch bei den Wissenschaftlern, die sagen, naja, nach so einem Brand die ganzen Flächen abräumen, ist vielleicht auch nicht zielführend. Aber auch da brauchen wir den Dialog und müssen nach neuen Wegen miteinander suchen. Eine ganz praktische Aufgabe, die Waldbrandschutzstreifen, die Forstmeister Kienitz mal in Preußen entwickelt hat, flächendeckend noch vorhanden, werden da gepflegt, wo Eigentümer das machen, die Landesforstverwaltung tut das, ein paar größere Privateigentümer oder auch kommunale und der Rest bleibt liegen. Und ich glaube, eine Förderung mit 40 Euro pro laufenden Kilometer, wo Sie flurstücksweise das alles genau in einem Fördermittelantrag dokumentieren müssen, ist, glaube ich, kaum machbar. Und auch nicht umsetzbar. Ich denke, das sollte eine Landesaufgabe werden, die Waldbrandschutzstreifen im Land Brandenburg einfach als Sicherheit für den Wald zu unterhalten. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Waldpflege ist wichtig und Schuldzuweisungen helfen da nicht weiter. In Kalifornien, wo große Brände wüteten, kam dann sofort der Vorwurf, naja, die faulen Forstleute haben das ganze Totholz im Wald liegen lassen, ne? Das brennt jetzt so schön und jetzt kriegen wir das Feuer nicht in den Griff. Also auch da sehen wir, die Welt ist viel bunter, als wir uns das manchmal einbilden. Und auch, glaube ich, an dieser Stelle müssen wir das Thema Totholz ganzheitlich denken und überlegen, wie wir damit umgehen, an welcher Stelle wir das zulassen können und wie wir dort auch dem Naturschutz gerecht werden, aber natürlich auch dem Waldbrandschutz. Oder die Löschwasserbrunnen. Wir wissen so, als Kennzahl auf 500 Hektar sollte so ein Löschwasserbrunnen im Wald vorhanden sein. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie für so einen Löschwasserbrunnen im Schnitt zwischen 5.000 oder 30.000 Euro hinlegen, dann können Sie sich vorstellen, dass Waldeigentümer überhaupt keine liquiden Mittel dafür haben, auf ihrem Flurstück in Vorfinanzierung dort einen Brunnen zu bohren. Vielleicht sollten wir
da auch über Ersatzvornamen einmal nachdenken, auch Gestattungsverträge. Ich gestatte Ihnen gerne, dass auf meinem Flurstück ein Löschwasserbrunnen installiert wird, zumal ja auch immer wieder gesagt wird, es ist eine hundertprozentige Förderung. Ich glaube, da brauchen wir wirklich auch neue Wege und neue Instrumente. Und der Wegebau noch einmal, so sieht es aus. Und ich glaube, es ist wichtig, da wirklich von Ideologien wegzukommen und nicht hier tote Eidechsen und andere Dinge ins Feld zu führen, sondern gemeinsam miteinander, Naturschutzverbände und Waldeigentümer, nach den besten Lösungen für die Erschließung des Waldes und zum Schutz des Waldes miteinander ringen und dann aber auch festlegen. Verkehrssicherung. Im Klimawandel nimmt das enorme Herausforderungen oder enorme Ausmaße an. Das stellt für viele Waldeigentümer oft schon, ich sage mal, eine unüberbrückbare Belastung dar. Und wenn ich mir vorstelle, dass in Thüringen dann mit der Bundeswehr Buchen an Straßen und an Schienen gesprengt werden, weil man sie gar nicht mehr fällen kann aus Sicherheitsgründen, dann zeigt das Herausforderungen, die wir auch anders lösen müssen, als dass Waldeigentümer, zumal kleine, oft gar nicht in der Lage sind, diese Aufgaben zu bewältigen. Also ich brauche, glaube ich, an Sie nicht appellieren, dass wir da auch eine neue Allianz und neues Denken brauchen. Wasserhaushalt, ganz wichtig. Möchte ich sagen, dass uns das Wasser im Wald abgegraben wird, aber das ist elementar. Und vielleicht müssen wir wirklich darüber nachdenken, ob die Gewässer zweiter Ordnung, die Meliorationsgräben der Vergangenheit, noch zeitgemäß sind oder ob wir da nicht ernsthaft mal über einen Rückbau nachdenken. Und ich bin natürlich froh, dass wir überhaupt einen Schritt in diese Richtung bei der Novelle des Wassergesetzes erreicht haben. Aber auch schon angesprochen, wenn wir den Wald für die Gesellschaft weiter hegen und pflegen wollen, und das ist Anliegen der Waldeigentümer in diesem Land, dann brauchen wir eine Honorierung der Ökosystemleistung. Und ein erster Schritt ist die Bepreisung von CO2. Und unser Appell ist da, von den 8 Tonnen, 4,5 Tonnen den Waldeigentümern zu vergüten, damit Waldpflege überhaupt möglich ist. Und Ottmar Edenhofer ist ja gerade ausgezeichnet worden für den CO2-Preis, der gebildet wurde, 25 Euro je Tonne. Und das mit 4,5 sind 112,50 Euro. Und damit wären wir schon mal in der Lage, den Wald auch dafür weiter zu pflegen. Und auch darüber müssen wir nachdenken, wie Artenschutz, Wasserschutz oder auch die Herausforderungen mit Flora und Fauna Habitat, Natura 2000 und den Einschränkungen, die damit verbunden sind, dann honoriert werden. Und zum Schluss ist schon angesprochen worden, ohne Forstpersonal auf der Fläche, die mit Rat und Anleitung Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern zur Seite stehen, werden wir, glaube ich, kaum diese Aufgaben bewältigen. Und ich kann Sie nur noch mal bitten, Herr Minister, die Waldeigentümer wirklich anzuschreiben. Uns bleibt ja nichts weiter übrig. Die Försterinnen und Förster müssen aktiv auf die Waldbesitzer zugehen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Und wir können das nur gemeinsam miteinander bewältigen. Aber der erste Schritt muss erstmal auf die Eigentümer zugegangen werden. Und ich glaube, der Wald braucht einen echten Marshallplan, wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit uns das nicht passiert, dass wir feststellen, dass im Klimawandel mit einmal der Wald verschwunden ist, brauchen wir den Dialog aller am Wald Interessierten. Und dazu wünsche ich uns viel Erfolg heute in den Workshops und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lieber Thomas, vielen Dank für dein Statement. Könnte ich jetzt aus Sicht der obersten Forstbehörde gleich in die Vollen gehen. Das tun wir natürlich nicht. Meine Kommunikation mit dem World Wide Web funktioniert. Ich habe hier bereits erste Fragen drauf und die beantworte ich jetzt einmal für alle. Und zwar fragt ein Zuschauer von draußen, bekommen wir als Online-Teilnehmer die Präsentationen anschließend zur Verfügung gestellt? Wir haben nicht vor, einen umfangreichen Tagungsband zu gestalten, weil das belastet gerade die Referenten und Workshop-Teilnehmer immer sehr, wenn sie dann druckreife Skripte abgeben müssen. Aber wir planen natürlich mit dem Einverständnis des jeweiligen Referenten, dass wir unter diesem Link,
der Waldkonferenz Brandenburg auch die Online-Präsentationen, die hier gezeigt werden, für alle, die draußen an den Bildschirmen sitzen, auch zur Verfügung stellen. Das dazu. Sonst sind schon einige Detailfragen gekommen, die beantworte ich jetzt natürlich noch nicht. Wir werden alle Fragen sammeln und versuchen dann im Nachgang, wenn wir sie hier nicht ausdiskutieren können, auch zu beantworten. Ja, das war es mit den eher forstpolitischen Statements und Wortbeiträgen. Jetzt beginnen wir mit der Wissenschaft. Und ich habe die große Freude, Herrn Dr. Christopher Reyer zu begrüßen, online zu begrüßen. Da lächelt er uns an. Herr Dr. Reyer, Sie sind Leiter des Institutes für Forest and Ecosystem Resilience am PIC. Ich glaube, Institutsvorstand wurde ja gestern, Herr Weber hat es auch gerade erwähnt, groß geehrt. Damit natürlich auch die Leistungen der Mitarbeiter entsprechend geehrt. Also auch von meiner Seite nochmal den Glückwunsch an das Institut. Sie sind ebenfalls in diesem Jahr neu Mitglied in den Forstausschuss, als Mitglied im Forstausschuss berufen worden. Das war unserem Minister, wenn ich das so sagen darf, eine Herzenssache, dass das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung dort einen Sitz bekommt. Und ich freue mich jetzt, dass Sie uns Ihren Vortrag online präsentieren. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, Sie können mich so gut hören und sehen, wie ich Sie sehen und hören kann. Es ist wirklich ganz beeindruckend, wie das alles gut funktioniert. Also herzlichen Dank, dass ich hier auch aus meinem Berliner Risikogebiet sozusagen remote teilnehmen kann. Das ist ganz super. Und ich möchte mich natürlich für die Einladung bedanken. Und ich möchte mich auch natürlich Sie alle ganz herzlich begrüßen, auch wenn von hier meiner Couch zu Hause aus freue ich mich, dass hier so viele Leute sich online und physisch in dem Raum zusammengefunden haben. Ich möchte den Minister natürlich begrüßen und die Abgeordneten, die Vertreter der Verbände, die wir uns ja auch im Forstausschuss schon ein bisschen kennengelernt haben, die Kollegen aus der Wissenschaft und natürlich alle weiteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, ich möchte einfach kurz einen Überblick geben über den Klimawandel allgemein, in global, was sind da gerade so die wichtigen Themen, dann natürlich immer weiter reinzoomen auf Deutschland und Brandenburg. Erstmal hauptsächlich über 2018, 2019 sprechen, aber dann natürlich auch in die Projektion für die Zukunft gehen und am Ende noch einen kurzen Ausblick zu ein paar, sage ich mal, brennenden Fragen, die so in der Waldforschung gerade anstehen, die sich jetzt nicht speziell auf Brandenburg beziehen, aber die, denke ich mal, heute im Rahmen der Diskussionen am Nachmittag auch wieder viel auftauchen wollen. So, und damit komme ich schon zu meinem Start hier. Also ich rede natürlich ganz viel über Szenarien, Modelle und auch die damit einhergehenden Unsicherheiten wurden ja auch schon öfters genannt. Und ich wollte nur noch mal als Eingang hier klarstellen, dass also wir alle in unserer Arbeit, in unserem Denken Modelle nutzen. Ja, die können unterschiedlich komplex sein, aber jeder von uns benutzt irgendwelche Informationssysteme wie zum Beispiel Karten. Und das sind alles einfach nur Abstraktionen der Realität, die mit einer bestimmten Zielsetzung, also wie hier im Beispiel zu sehen, entweder um Berlin mit einer U-Bahn oder Bus zu durchqueren oder eben per Fahrrad oder eben auf der Suche nach dem besten Burgerladen oder nur die Innenstadt zu besuchen aufgrund von, was weiß ich, einer Sightseeing-Tour, immer unterschiedliche Zielsetzungen haben, die eben auch nur einen unterschiedlichen Teil der Realität abbilden. Und diese Modelle, natürlich in komplexerer Form als Klimamodelle oder biogeochemische Modelle, die uns ermöglichen, Waldwachstumsprozesse abzubilden, erlauben uns natürlich, mögliche und plausible Zukünfte auszuloten. Also die verschiedenen Wege, die es gibt und die zusammen zum Ziel führen oder eben zu unterschiedlichen Zielen führen, wie auch vorhin im Einführungsvortrag bereits genannt wurde, auszuloten und dadurch mögliche Zukünfte zu untersuchen und dann in einem breiten gesellschaftlichen Dialog, sage ich mal, einzubetten, welche von diesen Zukünften eigentlich interessant sind. Und das ist sozusagen das, was hinter meinem ganzen Vortrag steht. Es geht immer darum, diese Szenarien und Projektionen aufzubereiten und als Fakten in den weiteren Diskurs einzuspeisen.
Und was natürlich Ihnen allen schon bewusst ist und was ich jetzt hier nur noch mal auf vielleicht eine etwas andere Art und Weise, als Sie es gewohnt sind, Ihnen zeigen wollte, dass wir uns mitten in der Klimakrise befinden. Jedes Jahr werden praktisch neue Rekorde aufgestellt. Und was Sie hier sehen, sind einfach die globalen Temperaturen von Januar bis September eines jeden Jahres, immer im Vergleich zu einer Referenzperiode von 1951 bis 1980. Und da sieht man also, dass, wenn Sie hier unten rechts gucken, 2020 von Januar bis September, also sozusagen bis letzten Monat, das zweitwärmste Jahr der Aufzeichnung war, oder im Vergleich zu diesem Zeitraum, 2019 das drittwärmste, 2017 das viertwärmste, 2016 das wärmste und 2015 und 2018 zusammen das fünftwärmste. Also wir sozusagen innerhalb der letzten 10 Jahre nur Rekordjahre hatten. Und was Sie auch noch sehr interessant sehen, ist, dass natürlich die Erwärmung nicht überall gleichmäßig ist. Man sieht zum Beispiel in 2019 hier in der Mitte und 2018 die extreme Hitzewelle in Europa. Man sieht auch die Abkühlung vom Golfstrom dazwischen im Nordatlantik, was ja auch ein interessantes mit dem Klimawandel verbundenes Veränderung der sag ich mal, globalen Zirkulationssysteme ist. Also es geht vieles in Richtung extremerer Rekorde. Und das Gleiche, wenn auch etwas komplizierterer Form, gilt auch für Niederschläge, weil die Niederschläge sind einerseits deutlich unsicher, mit größeren Unsicherheiten behaftet, weil da viel kleinskaligere Prozesse eine Rolle spielen in den globalen Klimamodellen und auch in den regionalen. Aber dennoch sehen Sie hier, dass allein in der Beobachtung die Rekordniederschläge deutlich zugenommen haben. Ja, global gesehen haben also zum Beispiel 88% mehr sozusagen Rekordniederschläge stattgefunden im Jahr 2010 als unter einem Klima, was nicht durch menschgemachten Klimawandel verändert wäre, erwarten werden könnte. Und generell sind wir schon hier bei 26% mehr Niederschlagsrekorden, als wenn man eben diesen stationäre Klima annimmt. Also auch wenn die allgemeine Verschiebung zwischen den Jahreszeiten und so weiter weiterhin unsicher ist, und da komme ich später nochmal drauf zurück, können wir davon ausgehen, dass sich die extremen Niederschläge deutlich vermehrt werden, einfach weil eine wärmere Atmosphäre eben auch mehr Wasser und Feuchtigkeit in der Luft halten kann. Damit einher geht natürlich eine Anzahl steigender Naturkatastrophen. Und auch hier, wenn Sie sehen, das Rote, die unteren, das sind die geophysikalischen Ereignisse, also Erdbeben und so weiter, die jetzt nicht direkt mit dem Klima zusammenhängen, die sind einigermaßen stabil. Und die grünen, blauen und orangenen Ereignisse, die jetzt also stärker mit dem Klima zusammenhängen, da kommt sozusagen der Anstieg her. Das nur noch als sozusagen Hinweis hier, dass auch die Versicherungsbranche und vor allem die Rückversicherungsbranche jetzt schon seit langem das Problem hier erkannt hat und den Klimawandel damit sozusagen einberechnet. Und es gibt jetzt eine ganze Reihe von auch neuen interessanten Studien, weil es hieß ja immer, diese einzelnen Extremereignisse können eigentlich nicht dem Klimawandel zugeordnet werden, aber gerade aktiv in der Forschung wird jedes, sage ich mal, Extremereignis der letzten Jahre untersucht, ob es denn eben ohne den menschgemachten Klimawandel überhaupt stattfinden könnte und würde. Und da gibt es hier immer auf dieser World Weather Attribution Site, heißt es, also es ist sozusagen die Attributionsforschung oder Zuordnungsforschung. Da gibt es eine Gruppe, die sich damit beschäftigt. Da gibt es dann für jedes dieser Extremereignisse immer eine Einschätzung, wie zum Beispiel für die Hitzewelle 2019, die man also hier auf der Karte sieht. Ja, das sind sozusagen immer für jede Gitterzelle, die da sehen, die Farbe zeigt an, ob das Jahr 2019 die maximale Temperatur da in dem Jahr sozusagen den ersten Rang anführt oder eben eins der kälteren Jahre war. Und man sieht, dass 2019 vor allem in Westeuropa, aber auch bis in Skandinavien und Südeuropa und bis hier nach Brandenburg und Polen rein eins der extremeren Jahre war. Und dass eben
dann durch gezielte Modelluntersuchungen festgestellt werden kann, dass eben so eine Hitzewelle wie 2019 jetzt dreimal wahrscheinlicher geworden ist als ohne Klimawandel und dass sie ohne den menschlichen Einfluss ungefähr 1,5 bis 3 Grad kälter gewesen wäre. Also für ganz konkrete Events eine Zuordnung, dass es ja durch den menschgemachten Klimawandel verursacht worden ist und eben ohne diesen mit deutlich einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit auftreten würde und auch weniger extrem einfach von den absoluten Werten her gewesen wäre. Das trifft aber nicht immer zu. Das ist ja das Gute an der Wissenschaft, dass es eben systematisch durchleuchtet wird und zum Beispiel mit der genauen Einschätzung von Stürmen wird sich weiterhin sehr schwer getan in der Klimaforschung. Also die Windgeschwindigkeiten haben so im Großraum Mitteleuropa leicht abgenommen. Aber es wird eine leichte Zunahme in der Zukunft erwartet, auch wenn da jetzt noch keine eindeutigen Konsistenzen über diese Modelltunnel, die Sie immer sehen. Also wenn, das wird ja nicht nur ein Modell angewandt, sondern mehrere. Und da gibt es jetzt noch keine eindeutigen, sage ich mal, so ganz klaren sich abzeichnenden Bilder und konnte eben auch hier für dieses einzelne Event nicht nachgewiesen werden. Was man natürlich trotzdem weiß, ist, dass die ganzen Rahmenbedingungen für Sturmschäden natürlich auch wichtig sind. Also sind die Böden gefroren, wie ist genau die geografische Organisation der Landschaft und so weiter. Und das kann sich natürlich noch teilweise verändern oder wird durch die Baumartenwahl und das Baumartenalter und so weiter beeinflusst. Es zählt ja nicht nur der rein klimatologische Parameter, sondern auch die biologischen dazu. So, das also dazu, nur um zu sagen, dass der Klimawandel global im vollen Gange ist. Und vielleicht jetzt nur als kleinen Exkurs, dass auch die jetzt seit einem Jahr uns beschäftigende Covid-19-Krise da nur bedingt Einfluss drauf haben wird. Sie sehen hier jetzt eine Studie, die gerade vor 2 Wochen rausgekommen ist, wo sozusagen die Emissionen, die globalen Kohlenstoffemissionen aus den Energiesektoren, Transportsektoren und so weiter in mehr oder weniger Echtzeit aufgenommen wurden. Und man sieht sozusagen die starken Effekte erstmal, wenn Sie jetzt hier oben, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, aber wenn Sie jetzt hier oben links schauen in der Zeitreihe, da sieht man also seit das komplette 20., 21. Jahrhundert, wie sich die Emissionen immer verändert haben zu den Vorjahren sozusagen. Und man sieht, dass die Covid-19-Pandemie hier sozusagen zu den größten Emissionseinbrüchen geführt hat, die wir je erlebt haben. Natürlich muss man dazu sagen, sind die auch auf einem sehr hohen Niveau, auf dem höchsten Niveau, auf dem sie jemals waren, die Emissionen. Aber dann, was dann auf der rechten Seite in den vielen Einzelbildern klar wird, da sehen Sie immer für die Welt hier in der ziemlich Mitte oben und für die anderen europäischen Länder, die uns hier so und globalen Länder, die uns hier in letzter Zeit viel beschäftigt haben, sehen Sie, wie die Emissionen im Vergleich zum Jahr 2019 zurückgegangen sind. Also die fette Linie ist immer das Jahr 2020 und die dünne Linie ist das Jahr 2019. Da sieht man also eindeutig, dass natürlich die ganzen Lockdowns der Länder und dieses Zurückfahren der Aktivitäten eine starke Rückgang der Kohlenstoffemissionen verursacht haben. Aber man sieht auch, dass jetzt viele Länder schon wieder zurück auf ihrem Normalniveau sind, eben weil einerseits natürlich die Beschränkungen gelockert wurden, andererseits weil auch einfach Emissionen sich verschoben haben auf andere Bereiche. Und genau, was dann noch wichtig ist, also genau, das sieht man hier unten links, entschuldigen Sie, dass eben zum Beispiel die Emissionen für den Flugverkehr noch weiterhin sehr deutlich niedriger sind, aber eben an anderer Stelle schon wieder deutlich angewachsen sind. Das heißt also, dass uns die Emissionsreduktion durch Covid-19 und die damit einhergehende Rezession der Wirtschaft und so weiter nur zum sehr gewissen Grad die Emissionen auch zurückgehen lassen wird. Das heißt also, dass das Klimaproblem weiterhin aktuell sein wird. Und es zeigt natürlich auch, dass man mit den richtigen Maßnahmen da auch einigermaßen steuern kann, aber eben, dass wir, wenn wir uns jetzt in unserem, Business as usual Pfad bewegen, es auch weiterhin zu Emissionssteigerungen kommen wird. Nur als kleiner Exkurs, dass es eben weiterhin
jetzt nicht wir davon ausgehen können, dass die Emissionen sinken ohne unser Zutun. Also, nur ein kurzes Zwischenfazit hier. Die grundsätzlichen Folgen der globalen Klimakrise sind klar. Und jetzt wollte ich ein bisschen mehr darauf eingehen, was es denn eigentlich für Brandenburg bedeutet. Und hier einmal so einen Klimabarcode für die Stadt Potsdam. Also Sie sehen hier sozusagen jedes einzelne Kästchen ist ein Monatsmittelwert und Sie sehen hier unten auf der X-Achse sozusagen die Jahre 1961 bis 2019 von links nach rechts und auf der Y-Achse von oben nach unten sozusagen die Monate Januar bis Dezember und dann immer sozusagen der Wert dieses Monats abgezogen von der Zeitreihe in dem Monat. Und was natürlich klar auffällt, ist, dass es hier in den letzten 20 Jahren in Potsdam sozusagen durchweg eigentlich wärmer war. Was auffällt, ist natürlich, dass vor allem in den Wintermonaten eben auch sehr kalte Monate trotzdem noch möglich sind. Was natürlich, wenn man über Spätfröste und so weiter nachdenkt, weiterhin bezeichnend und auch wichtig bleiben wird. Ja, also Potsdam zeigt hier auch einen deutlichen Erwärmungstrend in einer hier etwas alternativen Darstellung. Aber ich glaube, es ist sehr eindrucksvoll hier, was mein Kollege Peter Hoffmann da gezaubert hat, um eben zu zeigen, dass eigentlich durchweg die Erwärmung da ist. Ja. Hier nochmal eine andere Darstellung. Das sind alles Daten aus der Säkulärstation, die oben auf dem Telegrafenberg in Potsdam steht und die eben besonders lange und besonders gute Daten liefert und gerne als Referenzstation herangezogen wird. Da sieht man jetzt hier die kumulative Tagestemperatur auf der linken Seite und den kumulativen Niederschlag auf der rechten Seite. Und Sie sehen dann immer mit der gestrichelten Linie den 1961, 1990 Mittelwert und dann das Jahr 2003 als bisheriges Extremjahr und dann eben die Jahre 2018, 19 und 20 dazu, soweit es geht. Und was Sie auf der linken Abbildung sehen, ist, dass also wir durchweg mit 2018, 19 und 20 wir starten sozusagen schon mit einem viel wärmeren Frühjahr und es bleibt sozusagen die ganze Zeit über viel zu warm im Vergleich zu der Referenzperiode und auch viel wärmer als in 2003 übrigens. Und das Gleiche gilt für den Niederschlag, wenn auch deutlich abgeschwächter. Also der Niederschlag vor allem in 2020 und 2019 bleibt etwas unter dem Referenzzeitraum, aber vor allem 2018 und 2003 war natürlich sehr extrem und 2018 deutlich extremer hier nochmal als 2003, was praktisch hier bei ungefähr 300 Millimeter am Ende ankommt, wenn Sie hier unten, ich weiß nicht, ich hoffe, Sie sehen die Maus, da das sozusagen mit deutlichen Extremen, die wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, nochmal hier deutlich werden. Die gleichen Daten dann ausgewertet als klimatische Wasserbilanz, also Niederschlag minus der potenziellen Evapotranspiration. Und da sieht man eben das gleiche Bild nochmal, dass wir praktisch auch unter normalen oder unter, sage ich mal, historischen Bedingungen im Spätsommer eigentlich in einer Wasserstresssituation hier ab Juli, August immer eingetreten sind. Aber dass die ganzen Jahre, die ich jetzt hier als einzelne Jahre aufgezeichnet habe, also 2018, 19, 20 und so weiter und auch 2003, alle deutlich unter dieser Wasserbilanz liegen und dass man auch sieht, dass es deutlich früher im Jahr beginnt, die Trockenheit. Ich denke, das können viele aus den letzten Jahren bestätigen. Und nur noch mal hier fürs Bodenwasser, also wir rechnen auch mit diesen Daten dann immer einen fiktiven Kiefernbestand, wie wenn der sozusagen direkt auf der Klimastation wachsen würde. Und da sieht man eben deutlich, dass sich im Jahr 2018 also die Bodenwassergehalte nur sehr bedingt aufgefüllt haben und dass eben sozusagen 2019 mit einem Defizit gestartet ist, was zum Glück teilweise ausgeglichen werden konnte, aber trotzdem im Jahresgang immer noch zu wenig Bodenwasser verfügbar. Und man sieht hier auch die einzelnen herausragenden Ereignisse an Niederschlägen und so weiter, die sich da abspiegeln. Also das ist durchaus, auch wenn genügend Wasser im Mittel vorhanden ist, es durch die Extreme aufgefüllt wird, also es nicht kontinuierlich über den ganzen Zeitraum verfügbar ist, was natürlich eine große Herausforderung ist.
Genau, das betrifft dann natürlich auch die Grundwasserneubildung. Das sind hier dann Simulationen mit einem hydrologischen Modell, die mein Kollege Fred Hattermann mir hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und da sieht man einerseits diesen Trend, der sozusagen negativ ist und wo immer weniger Grundwasser neu gebildet wird. Aber man sieht auch, wenn man hier auf der rechten Seite jetzt für die einzelnen Monate die Mittelwerte über verschiedene Zeitperioden vergleicht, also es sind die blauen Punkte, einmal einerseits über die Periode 1961 bis 1990 und dann einmal über die Periode 2001 bis 2019, da sieht man eben deutlich, dass sozusagen in den Sommermonaten, wo eh nicht so viel zu holen ist, da ist auch passiert auch nicht mehr so viel, aber eben diese Frühjahrstrocknis, dass sozusagen im Frühjahr, wo die historische Periode deutlich feuchter noch war und mehr Grundwasser gebildet werden konnte, dass das jetzt in den letzten 20 Jahren sozusagen auch schon wieder abgenommen hat. So, das waren jetzt ganz spezielle Ergebnisse für Potsdam und jetzt wollte ich noch mal ein bisschen auf das Bodenwasser eingehen, was man da so beobachten kann. Und hier sehen Sie jetzt sowohl eine Deutschlandkarte als auch dann eine Karte für Brandenburg und Berlin, die sich auf das Bodenwasserdefizit bezieht. Und hier bedeuten also hohe Werte, ein tiefes Minimum, das heißt weniger Wasser für die Pflanzen. Und das ist jetzt das langjährige Mittel, wo man also sieht, dass eben große Teile von Brandenburg zu den wassereingeschränktesten Gebieten Deutschlands gehören. Und wenn wir uns jetzt nur das Jahr 2000 angucken, dann sieht man sogar, dass sozusagen der ganze Süden, entschuldigen Sie, wie auch also Südosten, Südwesten, bis hoch in den Nordwesten da extrem beeinflusst waren. Und wenn man das ausdrückt in Standardabweichung, also wenn Sie sich überlegen und an Ihre Statistikkurse zurückdenken, dass man sozusagen einen Mittelwert hat und darum herum verteilen sich die Werte einer statistischen Population sozusagen normal, das heißt, es gibt diese berühmte Glockenkurve, dann kann man ja immer testen und herausfinden, wie viele Standardabweichungen bestimmte Werte entfernt vom Mittelwert sind. Und Sie sehen hier, dass also dieses 2018er Ereignis eigentlich durchgängig über 1,5 bis hin zu 2,5 Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt ist. Das bedeutet, dass man ganz an den Rändern der Verteilung ist. Ja, also man sagt immer bei einer Normalverteilung, 68% aller Werte sind innerhalb der einfachen Standardabweichung und dann bis zu 93, 95 ungefähr in der zweifachen Standardabweichung. Das heißt, wir befinden uns teilweise wirklich weit außerhalb von dem, was sozusagen in irgendeiner Form ein Wiederkehrintervall hat, was den Menschen sozusagen begreifen können. Genau, nur das nochmal als Ausblick oder als, sag ich mal, Analyse hier zum Jahr 2018. So, nochmal, um darauf zurückzukommen, was wir hier bisher gesagt haben, also die Klimafolgen sind in Brandenburg deutlich zu sehen. Und jetzt wollte ich nur noch kurz auf eine Reihe von Zukunftsszenarien eingehen. Ich denke, Sie kennen die groben Emissionspfade, die hier vorgegeben werden. Das ist hier eine globale Abbildung, die einfach zeigt, hinter was für Emissionen hinter diesen Pfaden stehen. Und es geht hier hauptsächlich um diese Concentration Pathways. Es ist mal RCP, RCP 8.5. Das ist das ganz, sage ich mal, negative Emissionsszenario mit sehr hohen Emissionen, einer starken Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und so weiter, das immer konterkariert wird mit dem RCP 2.6, also RCP 2.6, was Sie hier ganz unten sehen, was sozusagen eine 1,5 Grad zum Teil, 1,5 Grad Welt oder 2 Grad Welt entlang des Pariser Abkommens entspricht, zumindest zu Teilen, wo aber eben, wie Sie hier sehen, starke negative Emissionen notwendig sind. Das heißt, dass sozusagen aktiv Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen wird. Und diesen Szenarienraum, den kann man natürlich auch auf Deutschland und auf Brandenburg anwenden mit regionalen Klimaszenarien. Da wurde das jetzt in den letzten Jahren mit dem im Projekt Reklies auch gemacht. Und da sehen Sie, dass eben unter diesem hohen Emissionsszenario wir von einer Erwärmung von mehr als 4 Grad sprechen, 3 bis 5 Grad gegen Ende des Jahrhunderts. Das ist der rote Schlauch auf der linken Seite hier, wohingegen das RCP 2.6 eigentlich die momentane Erwärmung im Mittel von 1 Grad ungefähr konstant halten würde, aber natürlich da auch noch weitere Erwärmung um eben bis zu 1,5 Grad möglich sind.
Ich denke, das ist eindeutig. Und dieser Raum, der da aufgezeigt wird, ist in dem werden wir uns in der nächsten Zeit weiterhin bewegen. Was schwieriger zu sagen ist, wie sich die Niederschläge verhalten. Und da sehen Sie hier so eine etwas kompliziertere Abbildung, wo man auf der Y-Achse das Änderungssignal der Niederschlagssumme sieht und auf der X-Achse das Änderungssignal der Temperatur. Also mit einer hohen Erwärmung bekommt man hier bei den dynamischen Modellen, das sind die karierten, die rautenförmigen Symbole hier, hauptsächlich eine Niederschlagerhöhung, wohingegen man mit den statistischen Modellen, die also sozusagen die Trends der Vergangenheit fortschreiben bis zum gewissen Maß, eher eine Erniedrigung der Niederschläge bekommt. Und das rührt halt daher, wenn Sie sich überlegen, ein statistisches Modell kann immer nur aus der Vergangenheit ziehen, was es sozusagen schon gab. Und wenn man da die Temperatursignale und Niederschlagssignale sich rauszieht, dann ist es halt oft so, dass wärmere Tage eben auch weniger Niederschlag haben und ein schöneres Wetter, sage ich mal. Und deswegen kommen diese Modelle eher zu einer Reduktion der Niederschläge, wohingegen dynamische Modelle, die eben auch eine erhöhte Erhöhung der Luftfeuchte und so weiter einhängen, eben auch zu einer Erhöhung des Niederschlags kommen können, eben unabhängig von der, sage ich mal, der saisonalen Verteilung oder der Verteilung auf Extremereignisse, Extremniederschläge oder nicht, was ich eingangs berechnet habe. Also das ist davon unbeeinflusst. Das heißt also, wenn man sich diese Daten hier anguckt, dann geht man auf jeden Fall mit von einer Zunahme der Winterniederschläge aus. Das ist also konsistent über alle Modelltypen. Und die Abnahme der Sommerniederschläge ist teilweise methodisch durch die statistischen Modellen bedingt. Teilweise hängt die von den Zirkulationsmustern in den dynamischen Modellen ab. Also da gibt es weniger Einigkeit zwischen den Modellen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass ich denke, dass wir darüber nachdenken, wie wir mit solchen Unsicherheiten umgehen und einfach schauen, was haben wir jetzt zum Beispiel in Extremjahren wie 2018 bis 2020 erlebt, wie können wir damit umgehen, dann ist man auch für eine grobe, sage ich mal, Einschätzung der Zukunft einigermaßen gewappnet, so, um das mal so auszudrücken. Wenn wir jetzt dafür auf Deutschlandkarten hier gucken, dann sehen wir einerseits natürlich diese eindeutige Erhöhung der Mitteltemperatur. Das sind jetzt hier 18 Cordex-Läufe. Das bedeutet, da sind mehrere Modelle dahinter, die eben mit diesem RCP 8.5 angetrieben wurden. Und da geht die Jahresmitteltemperatur eben deutlich hoch. Ich denke, das ist nicht überraschend. Die räumliche Aufteilung hier auf den Karten können Sie mal getrost ignorieren. Aber Sie sehen hier, der Nordosten ist ein Ort, der sich besonders erwärmt. Wenn wir die Jahresniederschläge angucken, dann fällt eben auf, dass es da eben deutlich unklarere Veränderungen gibt. Teilweise eine Erhöhung, teilweise eine Erniedrigung. Das ist alles leider in diesen Simulationsläufen hier nicht so klar, aber ich denke, es ist auch nicht so wichtig, dass es da wirklich konkrete Vorhersagen gibt. Wenn wir die hätten, das wäre natürlich toll, aber das wird noch Jahrzehnte dauern, bis wirklich die Klimaforschung so weit ist, wenn überhaupt, dass man da wirklich Wettervorhersagen machen kann, die über einen längeren Zeitraum gehen. Und daher muss man sowieso mit dieser Unsicherheit einfach weiter arbeiten. Und ich denke, die letzten Jahre haben uns da gute sozusagen analoge eventuell sogar gegeben bis zum gewissen Grad. Die Hitzetage nehmen natürlich entsprechend der Projektion und der weiteren Erwärmung deutlich zu. Und das ist natürlich auch für Brandenburg besonders relevant. Das sind hier Tage, die eine Temperatur höher als 30 Grad haben. Und da denke ich mal, ist es klar, dass es mit der voranschreitenden Erwärmung auch eine deutliche Erhöhung der Anzahl der Tage hier gibt. So, nur noch mal ein kurzes Fazit hier, bevor ich nur noch ganz kurz ein, zwei, drei Sachen erzählen wollte, wie das alles einzuordnen ist. Also wir gehen von einer weiteren Erwärmung aus, wir gehen von einer Verschärfung der Wassersituation im Sommer aus, auch wenn die Modelle sich da uneins sind, aber dadurch, dass es wärmer ist, gibt es einfach mehr Verdunstungsstress und weiterhin werden die Extremereignisse eine große Rolle spielen und wir untersuchen gerade die Klimaszenarien, wo denn eigentlich so Sommer wie 2018 und 2019 in der Kombination hintereinander in der Extremität sozusagen vorkommen. Und das wird, denke ich mal, da ganz spannende Ergebnisse geben in der nächsten Zeit, wie sich diese
Kombination von Extremsommern praktisch dann auf die Forstsituation ausgewirkt hat. Und hiermit bin ich eigentlich schon beim Ende. Ich wollte nur noch ganz kurz drei wichtige Dinge sagen, die ich hier vielleicht in die Diskussion dann auch weiter einspeisen wollte. Nämlich einerseits natürlich diesen Ausblick über die Waldstörung. Da sind jetzt ganz tolle neue Daten basierend auf Satelliten herausgekommen, die man auch herunterladen kann, entschuldigen Sie, wo man also ganz klar sieht, dass also 20% der Waldfläche in den letzten 30 Jahren von Störungen beeinflusst wurden. Und dass hier eben auch große Kahlschläge und so weiter mit dazugezählt werden. Und dass es einfach diese Zunahme an Störungen, die wir alle sozusagen in den letzten Jahren wahrgenommen haben, eben hauptsächlich aus einer erhöhten Frequenz der Störung kommt, weniger aus einer, erhöhten Schadfläche, ist jetzt hier eine Analyse hier. Dann ein anderes sehr kontroverses Paper, was auch jetzt erst vor ein paar Monaten rauskommt, ob eigentlich zu viel geerntet wird und ob im Rahmen der Bioökonomie nicht eigentlich schon viele Länder viel mehr ernten, als sie eigentlich könnten und dürften, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja auch Kohlenstoff im Wald speichern will und nach der Nachhaltigkeit verbunden ist. Und hier gibt es aber eine ganz große Debatte, wie das jetzt methodisch einzuordnen ist, ob die richtigen Daten verwendet wurden. Also ohne, dass ich Ihnen jetzt sagen will, dass dieses einzelne Ergebnis hier stimmt, ist es, denke ich, eine ganz wichtige Frage, wie viel mehr Holz wir eigentlich noch ernten können aus unseren Wäldern. Und zu allerletzt gibt es hier noch eine ganz kontroverse Studie von vor 2 Jahren, die eben sagt, dass eigentlich man ja verschiedene Klimaschutzfunktionen aktivieren will mit den Wäldern, also entweder Kohlenstoff speichern oder eben auch über die Oberflächenrauigkeit und so weiter das Klima, das sozusagen das regionale Klima verändern. Und da kommt eigentlich heraus, dass man eigentlich seine Wälder anpassen kann, wie man will. Es gibt immer Wechselwirkung zwischen den Klimaschutzfunktionen, die man also bisher noch gar nicht beobachtet hat und noch gar nicht sozusagen in seine Bewertung einfließen lassen hat, die auch wieder zum Teil sozusagen ausbalancieren, wenn man jetzt sagt, man speichert mehr Kohlenstoff oder man ändert die Baumart, dann hat man vielleicht eine andere Oberflächenrauigkeit und führt dazu und hat dann eine regionale Klimaveränderung, die man jetzt vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte und so weiter. Das sind alles ganz kontroverse Studien. Ich will auch nicht die hier weiter kommentieren, sondern ich wollte einfach nur Ihnen den Überblick geben und das sozusagen noch als Input für die Diskussion heute Nachmittag mitzugeben. Und damit bin ich etwas über der Zeit. Verabschiede mich hier mit diesem etwas anderen Bild aus alten Zeiten, ja, klaustrophobisches Jackensuchen an der Garderobe bleibt Ihnen ja wahrscheinlich heute allen erspart, aber trotzdem hoffe ich, dass Sie eine schöne Präsenzveranstaltung haben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Dr. Reier, vielen Dank, dass Sie uns noch mal so deutlich vor Augen geführt haben, wo möglicherweise die Reise hingeht. Ich glaube, Sie haben hier in diesem Auditorium wenig mit Klimawandlern oder des Klimawandel leugnenden Personen zu tun. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Ich würde jetzt sowohl online als auch hier präsent die ein oder andere Verständnisfrage gerne noch zulassen. Zu Ihrer Information, wir haben im Moment gerade 150 angemeldete Online-Teilnehmer, sodass wir über die eigentliche Präsenzveranstaltung, die wir mal mit 200 Personen geplant haben, schon deutlich drüber hinweg sind. Ja, meine Damen und Herren, haben Sie Fragen? Verständnisfragen, inhaltliche Fragen? Das kann ich hier jetzt nicht erkennen. Das Online-System läuft manchmal ein bisschen nach, aber da ist auch nichts gekommen. Also ich denke mal, das war ein aus meiner Sicht sehr guter Einstieg. Vielen Dank dafür nochmal. Und dann begrüße ich jetzt gerne unseren zweiten wissenschaftlichen Vortragenden. Eigentlich sollten Sie hier vorne sitzen, Herr Professor Ibisch. Sie haben sich jetzt da hinten versteckt. Also Professor Pierre Ibisch, Biologe und Professor für Nature Conservation an der bereits erwähnten HNEE, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung. Und Sie sind mit uns gemeinsam und einigen anderen Wissenschaftlern, den ich noch etwas später begrüße, ja verantwortlicher Projektpartner im sogenannten gläsernen Forstbetrieb.
für die Erforschung der Auswirkungen von verschiedenen Waldbewirtschaftungsmethoden auf die Ökosystemleistungen. Vielen Dank, dass auch Sie sich bereit erklärt haben, uns mit einem Vortrag aus der Wissenschaft heraus hier zu informieren. Herr Professor Ibisch, bitte. Ja, sehr verehrter Herr Minister, sehr geehrte Abgeordnete, liebe KollegInnen, liebe Anwesenden und liebe Online-Teilnehmer, Herr Lessner, vielen Dank für die einleitenden Worte und die Einladung, die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich hatte ja einen etwas kürzeren Beitrag. Ich hoffe, der schrumpft jetzt nicht weiter zusammen. Ich werde mich dennoch bemühen, im Sinne der inhaltlichen Präzision tatsächlich abzuweichen von Vortragsformaten, die ich sonst pflege, und heute auch keine Bilder zeigen. Bilder regen die Fantasie an, zum Teil auch die Emotionen. Darauf will ich zunächst mal verzichten und möchte tatsächlich sprechen über das Thema Waldentwicklung und Ökosystemleistungen im Klimawandel. Klingt kompliziert. Eigentlich sind die Grundlagen dafür sehr einfach. Sie betreffen aber in der Tat komplexe Systeme. In den Wäldern haben wir ja diese diversen Komponenten, die miteinander in Wechselwirkung stehen, und die bedingen ökosystemare Prozesse. Und diese Prozesse, die führen dazu, dass die Ökosysteme sich selbst organisieren, sich selbst regulieren, dadurch auch in einem gewissen Rahmen stabilisieren und zudem ergebnisoffen weiterentwickeln können, und zwar auch unter Gegebenheiten von externen Störungen und bei fortschreitendem Umweltwandel. Dadurch werden diese Prozesse, die in Ökosystemen stattfinden, objektiv betrachtet zu Funktionen. Das sind erstmal so die Begriffe, die zu klären sind. Und diese Funktionen führen dazu, dass das System sich eben die Existenz sichert, so weit wie möglich, und die Fortentwicklung. Und dabei steht im Vordergrund das Wirtschaften mit knappen Ressourcen. Eukos-Systeme wirtschaften mit Energie, mit Stoffen und mit Wasser. Und die entscheidenden Komponenten natürlich dieser Prozesse sind die Organismen und ihre Interaktionen, die dann wiederum begünstigt werden durch diese komplexen Vorgänge im Ökosystem. Dann gibt es auch den Menschen. Wenn der nämlich diese ökosystemaren Funktionen nutzt, können wir von Ökosystemleistungen sprechen. In der Wissenschaft wird im Grunde nicht mehr von Ökosystemdienstleistungen gesprochen, auch wenn wir häufig auf die Natur blicken, als könnten wir sie uns zu Diensten machen. Die internationale Klassifikation von Ökosystemleistungen geht heute von drei Großgruppen aus. Das sind die versorgenden Leistungen, die regulierenden oder erhaltenden und die kulturellen Leistungen. Lange Zeit standen wegen der Fokussierung der Märkte, der Nachfrage der Gesellschaft natürlich auf die Produktion von Konsumgütern die versorgenden Leistungen im Zentrum des Interesses. Und ich denke, das ändert sich gerade. Die regulierenden Ökosystemleistungen, die verdienen wegen des beschleunigten Klimawandels eine verstärkte Betrachtung, vielleicht auch inzwischen die allergrößte Priorität. Von ihnen hängt nicht zuletzt ab, ob in Zukunft andere Leistungen noch bereitgestellt werden können. Von ihnen hängt ab, ob Ökosysteme funktionieren können. Und viele dieser Leistungen, die von zentraler Bedeutung sind, um hier direkt anzuknüpfen an die Worte von Christopher Reyer, haben natürlich zu tun mit der Kühlung der Landschaft, mit dem Wasser, mit dem Landschaftswasserhaushalt. Und was zuweilen vielleicht in Vergessenheit gerät oder was wir auch stärker diskutieren müssen, dass die relative Bedeutung von Ökosystemleistungen sich dynamisch verändert. Gegebenenfalls mit fortschreitender Erwärmung, mit fortschreitendem Klimawandel gewinnen diese regulierenden Leistungen an Bedeutung. Und ich denke, es wird klar, auch durch die Ergebnisse, die wir gerade gehört haben, dass ausgeprägte Hitze- und Dürreereignisse bzw. Perioden zu zentralen Treibern werden, nämlich die unabwendbaren Folgen des Klimawandels, denen wir und die Wälder ausgesetzt sind, zu mildern. Und dafür brauchen wir eben regulierende Ökosystemleistungen.
Im Folgenden will ich mich ganz kurz beziehen auf eine Reihe von Vorhaben, Forschungsprojekten, das Projekt Gläserner Forstbetrieb, das wir seit 2017 durchführen, gemeinsam mit dem brandenburgischen Umwelt- und Forstministerium, NABU Deutschland und der Arbeitsgruppe Bernhard Möhring von der Universität Göttingen ist eins, vom BMBF finanziert. Die Untersuchungsgebiete befinden sich in Nordbrandenburg, nämlich in der Oberförsterei Reiersdorf und auf Flächen der NABU-Stiftung am Witwesee bei Rheinsberg. Außerdem schaue ich auf Ergebnisse eines BMU-finanzierten Vorhabens, Bernau pro Klima, und seit 2019 sind wir in Treuenbrietzen aktiv, auf Flächen der Stadt Treuenbrietzen mit dem Projekt Clever Forst und seit diesem Jahr mit einem größeren Konsortium mit 8 weiteren Institutionen verbandelt und bis 2025 unterwegs mit dem Projekt Pyrophob, wo es auf Waldbrandflächen darum geht zu verstehen, wie die sich erholen und wie man das unterstützen kann. Wir schauen da Stadtwaldflächen an, Privatwaldflächen und auch Flächen, die von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg bei Jüterburg betreut werden. Unsere Untersuchungen fokussieren da tatsächlich auf regulierende Ökosystemleistungen, Funktionen und wie sie sich darstellen in unterschiedlich stark genutzten Kiefernforsten, aber auch älteren biomassereichen Laubmischwäldern. Und wir schauen uns diese natürliche Regeneration an nach Störungen, nach Schäden, wenn Flächen unterschiedlich behandelt werden. Zum einen schauen wir uns die Landoberflächentemperaturen an. In einem Raum vom nördlichen Berlin bis ins südliche Mecklenburg-Vorpommern bis zu den Heiligen Hallen, die auch Teil einer Referenzfläche sind, geben uns Daten von 2003 bis heute im Grunde Auskunft darüber, wie heiß es wird in unterschiedlichen Teilbereichen in diesem Gebiet. Und wir können etwa einen Blick richten auf die durchschnittlichen Sommertemperaturen, Juni, Juli, August, und zwar am Tag, jeweils ungefähr um die Mittagszeit. Und dann sehen wir, dass die Temperaturen streuen von unter 19 Grad in den kühlsten Gebieten, das sind Seen- und Waldgebiete, und bis fast 34 Grad in Berlin. Das ist eine große Spanne von Temperaturen, die deutlich natürlich über das hinausgeht, was wir sonst diskutieren, wenn wir einige Grad Erwärmung im globalen Maßstab analysieren. Die urbanen Räume, aber auch die landwirtschaftlichen Flächen erhitzen sich durchaus erheblich, und zwar übermäßig stark in heißen Jahren. Umgekehrt sind Gewässer und Wälder überdurchschnittlich kühl, das sagte ich schon. Der Median der naturnahen Laubmischwälder liegt bei etwa 21 Grad. Damit sind also tatsächlich solche Wälder ähnlich kühl wie Gewässer. Und die relative Kühlungswirkung, muss man auch dazu sagen, die verändert sich, je nachdem, wie heiß oder kühl sich Jahre gestalten. In heißeren Jahren, und das ist interessant, kühlen Wälder besser. Zudem puffern sie in erheblichem Maße die Schwankungen, was alles erheblich relevant ist, ökophysiologisch, ökologisch, nicht nur für Baumarten, sondern für alle Organismen, die Ökosysteme veranstalten. Wälder sind also in Brandenburg die einzigen, behaupte ich mal, großflächigen Kühlelemente, die wir haben, die dem Klimawandel etwas entgegensetzen, etwas Kühlung und Pufferung. Zumindest erlauben sie uns Zeit zu kaufen, mehr nicht, bis uns irgendwas Besseres einfällt mit dem Klimawandel. Und im Grunde können wir mit den Daten berechnen, wenn wir auf diese Zellen schauen, Quadratkilometer Auflösung, wie viel kühler Landschaft wird, wenn etwas mehr oder weniger Wald vorhanden ist. Und damit kann die Gesellschaft in Brandenburg und sonst wo auch entscheiden, wie viel Wald wollt ihr haben auf der Fläche, was ist es euch wert, 1, 2, 3, 4 mehr Grad Kühlung zu erreichen in der Heißzeit, in die wir jetzt hineinlaufen. Die Kühlung bedeutet bekanntlich auch die Verhinderung von Extremtemperaturen, die extrem waren, nicht? Bis 45 Grad in den letzten Jahren, das ist dann schon etwas. Hinzu kommen dann, und die korrelieren positiv damit, weitere Ökosystemleistungen, die zu tun haben natürlich mit der Absenkung der Verdunstung, damit Beeinflussung der Grundwasserneubildung,
Bewässerung der Landschaft. Bewässerung der Landschaft auch jenseits der Wälder. Entsprechend glaube ich, die thermohydrologischen Ökosystemleistungen, nennen wir sie mal so, der Wälder könnten in naher Zukunft zu den begehrtesten überhaupt gehören. Wald ist nicht gleich Wald, das wissen wir schon. Wir untersuchen auch auf der Fläche die mikroklimatische Kühlungswirkung in Abhängigkeit von der Ausstattung der Wälder. Da gibt es empirische Messungen, inzwischen über 100 Flächen mit sogenannten Data-Loggern, die mehrfach pro Stunde Temperaturen aufzeichnen. Und das erlaubt uns einzuschätzen, wie sich Kühlung, Pufferung entwickeln, in Abhängigkeit davon, wie Wälder aussehen, auch wie unterschiedlich stark sie genutzt sind. Wir machen das in Nordbrandenburg seit 2017, hatten jetzt das Glück, in Anführungszeichen, ausgerechnet auch die Extremjahre beobachten zu dürfen oder zu müssen und kommen damit zu sehr deutlichen Befunden. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen in den Wäldern, die streuten etwa 2018, das war das heiße Jahr, ungefähr 8 Grad zwischen unterschiedlichen Waldgebieten. Also wir reden über Temperaturen von ca. 25 Grad im Wald bis 33 Grad. 2019 wurde das im Grunde genauso repliziert. Auch dieses Jahr wird es ähnlich ausfallen. Davon gehen wir aus. Und gut, was beeinflusst nun das Mikroklima im Wald? Das sind viele verschiedene Faktoren, völlig klar. Aber es gibt einige, die eine besondere Rolle spielen. Nicht überraschend, Kronenschluss. Ja, je dichter der Wald, desto kühler auch eine Rolle spielt die Biomasse, die es im Wald gibt. Und wenn ich den Kronenschluss ansprechen darf, eine relativ leichte Beziehung, die wir herausgefunden haben, wenn Sie den Kronenschluss ungefähr um 10% absenken, bekommen Sie eine Erwärmung der Höchsttemperaturen um knapp 1 Grad, 0,9 Grad. So, damit lässt sich die Temperatur wie in einer Klimaanlage im Wald tatsächlich steuern, waldbaulich und über das Ausmaß des Einschlags. Entsprechendes, das sind nun ganz neue Daten, die meine Mitarbeiterin, mit der ich hier das gemeinsam vertrete, Jeanette Blumröder, in diesem Jahr in Treuenbrietzen erhoben hat, sehen wir, dass auch der Restschirm selbst von verbrannten Kiefern, wenn man sie dann stehen lässt, beschattet und kühlt. Das ist trivial, aber wir haben sozusagen auch die Zahlen dazu. Die Maximaltemperaturen in einem nicht verbrannten Kiefernforst in Treuenbrietzen waren 2020 knapp 30 Grad, in einem Bestand mit toten, verbrannten Bäumen 33 und auf einer Kahlschlagfläche bis über 37 Grad. Und das sind die Temperaturbereiche, über die wir reden und die natürlich für die Pflanzen, die dort nachwachsen sollen, hochgradig relevant sind. Auch hier wurde bestätigt, 10% weniger Deckung, weniger Kronenschluss, in diesem Fall ungefähr 0,8 Grad Erwärmung der Höchsttemperaturen. Diese mikroklimatische Regulation, das war die Hypothese und das können wir nun auch schon beobachten, trägt natürlich zu einer erfolgreichen Regeneration auch des Waldökosystems beziehungsweise auf diesen Kalamitätsflächen bei. Auf den von noch verbrannten Bäumen geschützten Flächen haben wir 2019, also nach einer Vegetationsperiode, bis über 1.800 neue Baumindividuen von 7 Baumarten spontan beobachtet auf Untersuchungsplots von 314 Quadratmeter. Auf den Hektar heißt das, wir haben ungefähr bis über 50.000 neue Bäume auf den Flächen spontan, kostenlos, unter den Bedingungen der verschärften Bedingungen der Hitzejahre 2018, 19, 20 hat sich das fortgesetzt in Treuenbrietzen, das gehörte da zu den orangen-braunen Bereichen bei Herrn Reier, funktioniert diese Naturverjüngung. Besonders die Espe gehört zu den Gewinnern der Naturverjüngung, aber wie gesagt, 7 weitere Baumarten, die Kiefer ist auch dabei. Die Espe teilweise über 2 Meter groß geworden in 2 Vegetationsperioden. Und was macht die?
Sie bildet einen dichten Bestand, eine Unterschicht, die mikroklimatische Regulation auslöst. Auch da findet bereits Windruhe statt, Kühlung. Und ja, hinzu kommen der Neustart von Bodenbildung und Waldentwicklung. Unter diesen Espen finden sich dann wiederum weitere keimende Bäume. Alles sehr ermutigend. Wir erproben auf unseren Flächen in Nordbrandenburg und in Treuenbrietzen verschiedene Manipulationen auch, aber denken dabei an ökosystembasierte Ansätze. Wir versuchen einfach ökologische Funktionen zu stärken und dann tun wir auch einmal Ungewöhnliches wie Kiefern, stärkere Kiefern zu fällen und einfach liegen zu lassen, um sie zu Totholz werden zu lassen, zu starkem Totholz, was das besser ist als sein Ruf, nämlich nicht die Feuergefahr erhöht, sondern langfristig senkt. Und zudem, klar, es ist Bodenschutz, Schutz der Verjüngung, der Naturverjüngung und eine Investition in Bodenbildung und Wasserrückhaltung. Die Beobachtungen in Treuenbrietzen bringen uns auch auf Ideen bezüglich der Waldbrandprävention und der Waldentwicklung in Monokulturen, in Kiefernforsten. Wir erkennen nämlich, dass selbst nach leichtem Bodenfeuer auf diesen Flächen eine erhebliche Regeneration passiert von Laubbaumarten, also Espen und weitere, die zum Zuge kommen wie sonst nicht, auch nicht, denke ich, nach schärfster Bejagung. Und das könnte so ein wichtiger Impuls sein in die Richtung. Und wir müssten auch mit Blick auf internationale Literatur vielleicht mal diskutieren, so etwas wie kontrolliertes Brennen in Kiefernforsten, um Laubwaldentwicklung in Gang zu bringen. Die bisherigen Ergebnisse in Reiersdorf sind eine klare Bestätigung für Bewirtschaftungsstrategien, wie sie in verschiedenen Revieren umgesetzt werden, wie etwa in Reiersdorf, wo wir uns das ja auch anschauen, wo eben der Schutz des Waldinnenklimas durch behutsame Entnahme von Bäumen und die Förderung von Strukturvielfalt und Schichtung genau in die richtige Richtung läuft. Unsere Beobachtungen in den Projektgebieten, in den verschiedenen Projektgebieten und auch mal daneben, zeigen allerdings auch, dass es konventionelle Ansätze gibt in ganz Deutschland, aber auch in Brandenburg, wo nach Kahlschlägen auf Räumung, flächige Bodenbefahrung, Bearbeitung gesetzt wird, auf Pflanzung, Neubegründung von Beständen, die kurzfristig nicht annähernd so erfolgreich sind wie die Naturverjüngung auf den Flächen, wo wir sie einfach erlauben, wo wir einfach auch diesen Prozessen Zeit und Raum geben. Ich würde sagen, auf großen und zahllosen Flächen im Bundesgebiet und auch in Brandenburg wird mit erheblichem finanziellen Aufwand gegen ökosystemare Prozesse und damit auch gegen Ökosystemleistungen gearbeitet. Es wird nicht akzeptiert, dass zum einen Schädlingskalamitäten Teil sind, auch von natürlicher Regulation. Das ist das eine. Es wird nicht akzeptiert, dass Totholzanfall einen Impuls bedeutet für Bodenentwicklung und für die Verjüngung der Wälder. Und es geht so weit wie auf Flächen im Bereich von Treuenbrietzen, dass in zwei Vegetationsperioden auch auf Kahlflächen gewachsene Espen im Jahr 2020 schon wieder umgeschlagen werden und entnommen werden, um die gepflanzten Birken und Kiefern freizustellen und denen mehr Sonnenschein zu erlauben, sage ich jetzt etwas unflätig. Eine aus ökologischer, mikroklimatischer, klimatologischer Sicht natürlich völlig unangemessene Praxis, die resultiert sicherlich zum Teil auch aus nicht ökologisch oder ökosystembasierten Förderbedingungen. Tatsache ist, vielerorts wird nicht verstanden, wie selbst in ganz neuen, sehr jungen Pionierwäldern die mikroklimatische Regulation einen herausragenden Wert darstellt und auch ein Potenzial. In vielen alten Wäldern sieht es nicht anders aus im Moment. In deutlich angeschlagenen Laubwäldern kam es in den letzten beiden Vegetationsperioden, selbst im Sommer, zu Einschlägen, teilweise zu massiven Öffnungen des Kronendachs, zur Anlage neuer Rückegassen und eben die zur Entnahme alter Bäume. Dabei war doch eigentlich spätestens in diesem Jahr, im letzten schon, zu erkennen, dass zum Beispiel die geschlossenen Buchenwälder sehr viel besser dastehen als die aufgelichteten. Vielerorts sind naturnahe Laubmischwälder
regelrecht heiß geschlagen worden. Und Klimawandel gerechter, klimaresilienter, was auch immer, Waldumbau scheint zuweilen zu bedeuten, dass intakte Buchenwälder aufgelichtet werden, um in ihnen Douglasien zu pflanzen. Also das sind Dinge, die zu analysieren sind. Vielerlei Handeln wirkt im Moment kopflos. Und ich glaube, wir haben sehr intensiv gesprochen über den Klimawandel vor 10, vor 15 Jahren. Die Zeit ist vielleicht nicht so gut genutzt worden. Okay, Schwamm drüber. Aber jetzt gibt es keine Berechtigung mehr zu sagen, wir hätten es nicht gewusst oder man konnte ja nicht ahnen, dass es so schlimm kommt. Die Szenarien sind ungünstig. Und zwar ungünstiger als im Grunde von Christopher Reyer mit aller Umsicht und Vorsicht vorgestellt worden. Sollten sich etwa extreme Ereignisse, die nicht modellierbar sind, wie Perioden von sich verkettenden heißen und trockenen Jahren verlängern bzw. häufiger wiederholen, kommt es sehr schnell zu kaum vorstellbaren Ökosystemreaktionen. Wenn wir auf die flächigen Waldverluste schauen, in den Kiefern, in Südbrandenburg, in Sachsen-Anhalt, denke ich, müssen wir Szenarien ins Auge schauen, sehr kurzfristig, dass die Kiefer das tun könnte, was die Fichten im Moment in anderen Teilen Deutschlands tun, und zwar in wenigen Jahren. Und was wird die Antwort darauf sein? Oder die Frage auch, wie lässt sich verhindern, diesen Prozess gegebenenfalls noch zu beschleunigen? Es besteht die Gefahr, glaube ich, dass viele Akteure die heranrollende Gefahr des Klimawandels noch nicht erfasst haben und dass wir uns nicht klar machen, dass ein völlig neuartiges Klima droht und vor allem ein anhaltender Klimawandel über Jahrhunderte gegebenenfalls, der, wenn es schlecht läuft, langlebige Organismen wie Bäume einfach überfordert. Insofern geht es auch nicht darum, wie ersetzen wir welche Baumarten durch andere. Und das Einzige, was wir tun können, ist auf regulierende, schützende, erhaltene Ökosystemfunktionen und Dienstleistungen, die ja keine Dienste sind, Leistungen zu setzen, um zu puffern und Zeit zu kaufen. Es braucht neue offene Dialoge, damit komme ich schnell zu meinen abschließenden Empfehlungen, wie sie heute begonnen werden. Ich denke, wir brauchen eine noch umfangreichere und gründlichere Aufarbeitung der wissenschaftlichen Befunde aus allen Disziplinen bundesweit und auch in Brandenburg. Strategien und Prioritäten müssen identifiziert werden, zeitlich, räumlich. Und da geht es nicht darum, wer besonders laut ruft oder am meisten Ressourcen hat, sondern es geht darum, was hilft, die Ökosysteme zu stabilisieren. Da müssen wir gescheiter lernen, auch mit den Daten, die wir schon haben. Ich spreche hier an die Waldzustandsberichte, von denen ich mir mehr Ergebnisse noch wünschen würde. Beispielsweise die Darstellung, wie die Vitalität von Bäumen sich nicht nur auf Baumarten verteilt, sondern auch auf unterschiedliche Bewirtschaftungsarten, einen Bezug herstellt zur Einschlagsintensität und Bezug herstellt zu Besitzarten und so weiter. Das lässt sich alles relativ leicht machen. Und dann brauchen wir ein Monitoring- und Evaluierungssystem, um systematisch aus Fehlern zu lernen. Das sehe ich nicht. Das ist etwas, was entwickelt werden müsste. Waldbewirtschaftung, nochmal konkret zu den Ökosystemen, muss begriffen werden, endlich als ein Teil eines ganzheitlichen Landschaftsökosystemmanagements. Wir diskutieren Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Wasserwirtschaft in Silos und separiert voneinander. Das geht nicht. Diese Ökosysteme greifen ineinander. Die Wälder sind gut für die anderen genutzten Ökosysteme. Das muss deutlicher gemacht werden. Das muss der Gesellschaft auch etwas wert sein. Und wir brauchen entsprechend eine Klimawandel-Wald-Land-Strategie, wo auch im Offenland dafür gearbeitet wird, dass es dem Wald besser gehen kann. In den naturnahen Laubmischwäldern benötigen wir ab sofort ein Einschlagsmoratorium, bis wir verstanden haben, wie die Bestände reagieren, bis wir verstanden haben, ob diese Dürre- und Hitzeperiode so weitergeht, bis wir verstanden haben, wie viel Holz sich wirklich vertretbar entnehmen lässt, welche Baumarten wie stark geschädigt sind. In den Kieferforsten ist es relativ klar, aber vielleicht auch nicht, kann es nicht sein, dass wir auf einen Waldumbau setzen, der ähnlich intensiv und schnell betrieben wird wie in den letzten 15 Jahren. Also müssen wir innovative Ansätze haben. Ja, wir müssen über das Wildtiermanagement reden und ich denke, das wird hier auch beginnen. Ganz wichtig und zum Schluss ist mir noch der Umgang mit Kalamitätsflächen, die wir schon haben und die wir in großem Umfang sehen werden. Das ist völlig klar
und die hoffentlich nicht so aussehen wie hunderte von Hektar große Freiflächen, wie sie auch in treuen Briezen auf bestimmten Flächen hergestellt wurden. Wir brauchen eine Behandlungsrichtlinie für Flächen, die drohen, Kalamitätsflächen zu werden. Und da muss ganz klar drinstehen, dass es keinen Kahlschlag geben darf, auch nicht, wenn die Bäume verbrannt oder verstorben sind. Und es darf keine flächige Bodenbefahrung und auch keine flächige Bodenbearbeitung geben. Angemessene Mengen von Totholz sind auf den Flächen zu belassen. Und das muss klar sein, dass das eine Investition ist in Ökosystem, Funktion und Leistung. Am Ende müsste man noch mal reden über die gesamtökonomische Betrachtung der Forstwirtschaft und der Waldbewirtschaftung. Da ist es gut und begrüßenswert, dass die Landesregierung nicht einfach Flächenprämien rausreichen wird. Ich denke, wir müssen den Diskurs auch noch etwas dekarbonisieren. Es ist gefährlich, wenn man dort nur über Kohlenstoff geredet wird. Wir müssen vor allem über die unterstützenden und erhaltenen Leistungen reden, die mit Kühlung zu tun haben, Wasserrückhaltung, Wasserspeicherung, Wasserspende. Das lässt sich quantifizieren und daraus lassen sich auch Einkommensmöglichkeiten für die Waldbesitzenden generieren. Dankeschön. Eine Langfassung des Beitrags liegt schriftlich vor, kann heute eingesehen werden, ist auch online verfügbar. Danke. Herr Professor Ibisch, vielen herzlichen Dank, besonders auch für die Forderungen beim Feuermanagement von bestehenden Kiefernwäldern. Habe ich so ein bisschen gezuckt, ich glaube, der eine oder andere hier auch. Aber das sei mal dahingestellt, das ist die Freiheit der Wissenschaft, die Sie hier ganz bewusst ausleben sollen. Ich habe zwei Online-Fragen an Sie. Und zwar die eine ist, ich lese mal vor, ich habe Sie so verstanden, dass eine Auflichtung von 10% eine Erhöhung der Temperatur um ca. 0,9 Grad Celsius bewirkt. Wie lange hält dieser Effekt an? Das ist die erste Frage. Wenn Sie gleich antworten wollen. Nur noch einmal, um das zu präzisieren, das sind die durchschnittlichen Höchsttemperaturen, die das betrifft. Und das sind natürlich jetzt die Effekte, die wir messen im Vergleich, auch im Bezug auf eine Chronosequenzanalyse. Und ich denke, das hält an, bis das Kronendach sich wieder weiter geschlossen hat, beziehungsweise andere Faktoren auch unterstützen im Mikroklima, ist durchaus der Unterwuchs relevant und so weiter. Also da kann noch was abgepuffert werden nach einigen Jahren. Aber zunächst mal ist der Effekt sehr schnell da. Ja, vielen Dank. Und eine zweite Frage auch gleich an Sie. Thema Waldinnenklima. Sie erwähnen, dass Wald nicht gleich Wald ist und dass unterschiedliche Arten von Waldgebieten untersucht werden. Welche sind das? Ich denke mal, das ist der Bezug zum gläsernen Forstbetrieb. Im gläsernen Forstbetrieb allein untersuchen wir Flächen, die praktisch gemeinsam beplant werden, wo unterschiedlich stark eingegriffen wird, just um unterschiedliche Biomassevorräte und Kronenschlusssituationen herzustellen. Das sind dann überwiegend Flächen in Kiefernforsten, aber durchaus auch Buchenwälder, sowohl in Reiersdorf zum Beispiel als auch in den Heiligen Hallen, um Einflüsse von Baumarten und eben der diversen Parameter dort zu untersuchen. Das Projekt heißt nebenbei Gläserner Forst, damit diese Daten alle zur Verfügung gestellt werden können und dienen können, einfach mal ganz tief in den Wald reinzuschauen. Da stehen wir jetzt kurz davor. Das ist jetzt sozusagen ein erster Bericht. Demnächst werden diese Daten dann zur Verfügung stehen, hoffentlich auch mit diesen angefangenen Untersuchungen längerfristig noch fortgeführt werden, um diese Waldbewirtschaftungsweisen und ihre Einflüsse langfristig zu dokumentieren. Gut, ich lasse jetzt noch eine letzte Online-Frage zu und dann frage ich hier das Auditorium. Behandlungsrichtlinie würde ja bedeuten, dass wir bereits heute wissen, wie man die Kahlflächen behandeln sollte. Herr Ibisch, haben Sie da bereits Erkenntnisse? Ich habe viele Kalamitätsflächen und Kahlschläge gesehen in den vergangenen Monaten in Deutschland. Ich habe relativ klare Vorstellungen davon, wie sie nicht behandelt werden sollten. Und das entspricht im Moment der konventionellen Praxis. Das heißt, wir müssen reden tatsächlich über den Bodenschutz im Wesentlichen. Wir müssen uns überlegen, wie viel Erhitzung und Austrocknung uns wir erlauben wollen auf diesen Flächen.
und dann schauen, welche Strukturen stehen uns zur Verfügung. Das ist nicht viel mehr als das Totholz oder sogenannte Schadholz, was da anfällt, was auf dem Markt ohnehin bekanntlich wenig oder nichts wert ist. Teilweise kostet es ja mehr, das Holz von den Flächen zu holen, als es zu belassen. Und ja, entsprechend ist da auszuhandeln, was, wie viel da stehen bleiben soll, ob in Streifen von 10 Metern, jeder achte Baum, jeder zweite und so weiter. Ich denke, da muss man einfach auf Daten schauen und unterschiedliche Interessen zusammenbringen. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt hier in die Runde. Ich sehe da eine Wortmeldung. Enno Rosenthal, bitte sehr. Wir brauchen immer das Mikro, weil sonst hören die Teilnehmer an den Videogeräten, an den Rechnern nicht. Ja, Herr Professor Ibisch, Enno Rosenthal, Waldbauernverband. Ich stelle mir die Frage, angesichts Ihres wirklich interessanten Vortrages mit auch tatsächlichen Handlungsempfehlungen, aber ist es nicht zu kurz gegriffen, nur auf die Ökosystemleistungen abzuzielen? Ist es nicht unsere Aufgabe, gleichzeitig auch in einem integrierten Landmanagement die Versorgung der Industrie mit Rohholz, mit dem nachwachsenden Rohstoff mit zu integrieren? Es kann ja nicht sein, dass sicherlich von dem ökologischen Aspekt her gesehen ein völliges Überlassen der Waldflächen der Natur sicherlich für die Ökosysteme nützlich wäre. Auch die monotonen Kiefernwälder und die geschädigten Fichtenwälder würden sich im Laufe der Jahrzehnte in Wälder weiterentwickeln. Aber wir müssen doch, und das ist ja auch die Aufgabe der Forstwirtschaft, dass wir das ganzheitlich sehen. Also sowohl den Nutz, den Schutz und den Ökoeffekt des Waldes oder die Ökofunktion des Waldes gleichrangig betrachten. Das ist meine Frage. Ist es nicht Aufgabe der Wissenschaft, darüber auch Handlungsempfehlungen wissenschaftlich zu untermauern? Danke. Danke für die Frage. Darf ich antworten? Bitte, direkt? Sofort, ja, komplett einverstanden. Ich glaube uns ein, das Interesse, dass wir auf den Waldflächen Bäume sehen wollen, die dort wachsen. Und mich interessiert sozusagen, welche Bedingungen dafür existieren müssen, vor allem im Klimawandel, wo sozusagen die angemessenen Temperaturverhältnisse, die Wasserverhältnisse herkommen sollen. Und da sehe ich die Möglichkeiten, dass man das über die Art der Bewirtschaftung steuert und dass man dabei sehr viel stärker auf die natürlichen Ökosystemfunktionen setzen kann, wie beispielsweise nach der Wiederherstellung von Kalamitätsflächen durch die Naturverjüngung. Viel effektiver, völlig kostenlos. Und das heißt ja nun noch lange nicht, dass ich mir deshalb wünsche, dass die Flächen von treuen Brizen langfristig Wildnisgebiete allesamt werden und nie wieder bewirtschaftet werden. Aber ich habe Bedenken, wenn nach dem Brand, wenige Monate nach dem Brand, die Fläche leergeräumt wird und dann Kiefern gepflanzt werden, weil man ja die Kiefer wieder ernten will in Zukunft, diese dann aber gar nicht aufwachsen sieht, sondern nach wenigen Monaten erlebt, dass sie abtrocknen und dass sie bewässert werden müssen und so weiter. Insofern, glaube ich, reden Sie über einen Gegensatz, den es gar nicht gibt. Ich sehe jetzt die Espen, auf die viele jetzt irgendwie verächtlich schauen und sagen, was sollen wir mit Zitterpappeln anfangen? Aber das sind ja gar nicht die Baumarten, die dann in der Zukunft vielleicht geerntet werden sollen, sondern die bereiten den Boden vor und den Bestand, das Mikroklima. Und dann sehen wir weiter. Ja, im Moment sehen wir überhaupt nicht, was in 50, 60, 70 Jahren sein wird. Insofern sind sie auch, wenn sie pflanzen, nicht schneller auf diesen Flächen, mit welchen Arten auch immer. Im Moment müssen wir uns wirklich Sorgen machen um die Waldkontinuität, dass auf Waldflächen überhaupt irgendwelche Bäume wachsen. Ja, vielen Dank. Ich lasse jetzt noch eine Frage zu. Thomas Weber, du hattest dich gemeldet. Und sonst, Herr Ibisch, das Problem bei Waldbesitzern und Förstern ist immer, die haben keine Zeit. Ja, aber die Bäume wachsen trotzdem langsam oder eben am Ende gar nicht. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Geduld, aber eine Nachfrage. Sie haben gesagt, wir sollten Kalamitäten zulassen. Auf der anderen Seite haben Sie auch vorgetragen, dass wir jedes Blatt und jede Nadel brauchen, um die Landschaft zu kühlen. Das ist für mich ein Widerspruch. Und zu Ihrem Moratorium, Laubwälder völlig aus der Nutzung zu nehmen, das ist ja eine Enteignung bei Eigentümern, deren Waldflächen aus Laubwäldern bestehen. Und da sollten wir wirklich in den Dialog treten und überlegen, wie wir damit umgehen, damit wir da wirklich zu einem Ausgleich kommen und ich sage mal, die Erkenntnisse, die Sie auch an der einen oder anderen Stelle gewonnen haben, dort einfließen können.
Also ich möchte sie nicht enteignen. Ich denke, dass so ein Moratorium bedeutet zunächst mal nur Geduld, aber dann vielleicht auch vorgeschriebene Geduld. Ja, und bis wir klarer sehen, bis wir das auch ausgehandelt haben und vor allem erkennen, was auf den Flächen passiert. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Mittel, Fördermittel genau dafür bereitgestellt werden, das zu ermöglichen. Nämlich nicht, dass irgendwelche Flächen nur vorgehalten werden, nicht, dass jemand entlohnt wird, dass er eine Kahlschlagfläche angerichtet hat und dann neue Bäume angepflanzt hat und dafür gefördert wird, sondern dass die belohnt werden, die einfach Laubmischwälder aufgebaut haben in den vergangenen Jahrzehnten, auch mehr Vorräte zugelassen haben. Und ich glaube, das Geld ist da. Es ist die Frage, dass wir die politischen Instrumente bekommen, dass sie da ankommen, wo es dann hingehört. Herr Ibisch, vielen Dank für die Antwort. Wir hecheln ein wenig hinter unserem eigentlichen Zeitplan her. Trotzdem werde ich niemanden enger begrenzen, als es erforderlich ist. Ich freue mich nun, dass Herr Professor Dr. Bernhard Möhring, ein immer wieder gern gesehener Gast bei uns in Brandenburg und sehr häufiger Gast, heute zu uns sprechen wird. Herr Professor Möhring ist Leiter der Abteilung Forstökonomie am Burkhardt-Institut der Georg-August-Universität Göttingen und zurzeit auch noch Dekan der Hochschule, der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie und, wie bereits schon erwähnt, auch verantwortlicher Projektpartner in dem Projekt Gläserner Forstbetrieb. Herr Professor Möhring, bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Abgeordnete, sehr verehrte Damen und Herren hier und online, lieber Herr Lessner, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ehrlicherweise Dekan bin ich zum Glück nicht mehr, das Amt konnte ich schon wieder abgeben, aber habe es eben auch 2 Jahre inne gehabt. Das ist nur eine ganz kleine Anmerkung. Also, ich will mich hier um die forstlichen Bewirtschaftungskonzepte kümmern in diesem Mehrimpulsvortrag. Und möchte eben wie folgt, eben nach einer kurzen Einordnung werde ich versuchen, insbesondere Wälder und Holznutzung in die Ziele sozusagen der nachhaltigen Entwicklung, wir nennen es sozusagen Neudeutsch Sustainable Development Goals, einzuordnen. Und da wird sicher auch manches, was wir eben schon andiskutiert haben, sicher auch nochmal deutlich. Ich gehe sozusagen kurz auf den Gläserner Forstbetrieb ein und erlaube mir auch ein paar Schlussfolgerungen. Also das ist im Grunde nochmal das ganz klare Plädoyer, nicht? Wälder erfüllen im Grunde eine Vielzahl von Funktionen, Ökosystemleistung ist ja schon mehrfach erwähnt worden. Hier finden Sie sozusagen in Form von kleinen Symbolen die 17 Sustainable Development Goals, also Ziele nachhaltigen Entwicklung, die ja sozusagen auch in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2018 eingegangen sind. Wälder können an verschiedenen Stellen beitragen, international vielleicht auch zum Bereich der Armut und Hunger. Das ist für unseren Kontext zum Glück hier nicht relevant. Wir haben gar nicht gesprochen über die Frage Gesunderhaltung und im Grunde Erholung, sicher auch eine wichtige Komponente. Herr Ibisch hat sicher relativ deutlich über die Frage Wasser und Leben an Land, vielleicht auch Leben unter Wasser gesprochen. Ich werde mich vielleicht auf diesen horizontalen Bereich eben etwas stärker fokussieren. Insofern auch um die Breite eigentlich sozusagen nochmal deutlich zu machen. Vielleicht nochmal zur Ausgangssituation. Ich denke, das ist eben auch wichtig und im Grunde, wir haben ja in Deutschland im Prinzip eine sehr komfortable Waldsituation, dokumentiert durch die Ergebnisse der Bundeswaldinventur hier vom Thünen-Institut, zumindest hier 2012, also leider auch schon eine geraume Zeit her. Es wird im Grunde deutlich, dass Wälder in Deutschland institutionell gesichert sind. Wir haben ja nicht einfach ein Verschwinden von Wäldern, sondern eben tatsächlich eine leichte, aber faktische noch Zunahme, also mehr Fläche. Im Prinzip auch im letzten Jahrzehnt im Grunde ein Mehr an Vorräten, ein Mehr an Laubholz, insbesondere auch ein Mehr an alten Bäumen. Das kann man im Grunde sehen, dass zum Beispiel die Flächen hier deutlich zugenommen haben beim älteren Laubholz. Mittlerweile haben wir auch mehr Laubbäume in der Jugend als Nadelbäume. In der statistischen Masse ist das noch einfach anders. Liegt natürlich daran, dass Wälder sehr langlebige Objekte sind. Und was unten eben hier dargestellt ist, ist natürlich einfach nochmal das Aufgreifen, was Herr Reier vom PIC eben sehr viel differenzierter schon deutlich gemacht hat. Hier aber einmal in Form sozusagen dieser Warming Stripes, also aus großer Entfernung jederzeit erkennbar von links nach rechts, tut sich einiges, also von 1881 bis 2019, wir sind jetzt 2020 und ich habe eben einmal noch das Helmholtz-Zentrum hier auch mit der Umweltforschung nochmal zitiert, dass seit eben 1766 in Mitteleuropa
keine zweijährige Sommerdürre dieses Ausmaßes stattgefunden hat, um auch die ganz aktuelle Herausforderung noch mal deutlich zu machen, die ja im Grunde am Wald eindeutig erkennbar ist. Also neben der Frage allgemeine Erwärmung ist ja auch offensichtlich das Thema Dürre eine ganz große Herausforderung. Was ich Ihnen auch zeigen wollte, waren jetzt sozusagen diese verschiedenen Symbole. Also mit Blick auf die Sustainable Development Goals spielt ja das Thema eben auch bezahlbare und saubere Energie eine Schlüsselrolle. Nicht? Eben oben links dargestellt sozusagen der Gesamtenergieverbrauch, grün erkennbar sozusagen die Bioenergie. Man sieht, dass im Bereich der Bioenergie eben tatsächlich auch nicht, im Bereich der Wärmenutzung Biomasse eine sehr zentrale Rolle spielt. Ganz grob konnte man zumindest sagen, dass eben, das ist eine Quelle 2013, ich habe sie gerade nicht aktualisiert gefunden, aber knapp 30% im Grunde des Klimaschutzbeitrages der erneuerbaren Energien leistet eben tatsächlich Holz. Das hat sich sicher etwas verschoben durch die zunehmende Anzahl von Windenergieanlagen. Aber gleichwohl ist im Grunde Holz immer noch als dezentrale Energiequelle eine ganz wichtige Basis. Natürlich ist Holzverbrennen nicht klimaneutral, nicht, sondern es bedarf natürlich auch die Bereitstellung, braucht eines bestimmten Inputs. Aber mit Blick auf den Fußabdruck zumindest, wenn man dann eben unterstellt, das ist ja bei der Darstellung auch natürlich so gemacht, dass im Grunde die freigesetzte CO2 vorgebunden ist, da sieht man sozusagen einen gewissen Vorteil natürlich deutlich gegenüber konventionellen Energiequellen. Okay, das war sozusagen nur die eine Botschaft bezüglich Energie. Mit Blick auf Arbeit, Einkommen und Wirtschaft wollte ich hier im Grunde ein Bild aus größer Entfernung schlecht zu sehen, aber im Zentrum steht sozusagen das System Forstbetrieb. Wir haben eben sehr stark von Ökosystemen gesprochen. Auch ein Betrieb ist ein System. Nicht? Im Prinzip, man muss Güter beschaffen, man setzt sie innerbetrieblich ein, Menschen sind sozusagen dort auf der Fläche tätig, es werden Güter produziert, nicht? Die auf Märkten dann abgesetzt werden und neben dem Güterstrom, den man meist sieht, muss auch der Finanzstrom im Gegenstrom funktionieren. Das probieren Studenten mal klar zu machen. Das ganze System funktioniert nur, wenn nachher Einnahmen generiert werden, die nachher die investiven Ausgaben, nicht, abdecken. Die Sache ist extrem einfach. Aber das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem. Ein zentrales Problem ist auch, dass die schon erwähnten Ökosystemleistungen gerade nicht dazu beitragen, sondern der Strom ganz überwiegend über die Holzerlöse aufrechterhalten wird. Vielleicht deshalb in dem Kontext hier auch noch eine sehr schlichte, aber von der seiner Gesamtbedeutung doch auch relevante Darstellung hier auf der Basis der sogenannten Ergebnisse des Testbetriebsnetz Forst, des BMEL. Man muss ein bisschen länger erklären. Auf der X-Achse steht sozusagen eigentlich dieses genutzte Holzvolumen. Festmeter pro Hektar sagt den Förstern ja eigentlich einiges. Und auf der Y-Achse Euro pro Volumeneinheit. Damit hat man sozusagen die beiden ganz wichtigen ökonomischen Treiber. Wie viel kommt und was bringt es? Das Produkt ist dann ganz einfach der Umsatz. Ja? Und hier rechts außen, aber sozusagen das sind Zahlen sozusagen bundesweit, das ist sozusagen der Einschlag pro Jahr und Hektar von der Fichte, der grünen Kästchen. Natürlich schwankt das Ganze in Mengen und in Preisen, aber der Mittelwert irgendwie liegt so bei gut 8 Festmeter, gut 60 Euro. Also einem Umsatz von knapp 500 Euro pro Jahr und Hektar langfristig generiert aus der Fichte. Nicht? Das ist, hatten wir schon gehört, das ist mir auch klar, Brandenburg ist wirklich kein Fichtenland. Aber wir sehen den erheblichen Abstand und hier sieht man sozusagen, dass Buche und die Kiefer so dicht beieinander liegen. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Normalerweise ist ja die Buche auf den sehr viel besseren Standorten etabliert und hier ist sozusagen die Kiefer. Und wir sehen im Prinzip Schnitt 4 Festmeter, sagen wir eher 50 Euro 200 im Kopf zu rechnen, als sozusagen nachhaltiger Umsatz. Das ist sozusagen die Differenz. Die Eiche hat traditionell deutlich höhere Erlöse, deutlich geringeres Volumen. Sozusagen auf diese Weise erkennt man, auch was deutschlandweit zurzeit ein großes Problem natürlich ist, dass die Fichte bisher ökonomisches Rückgrat vieler Forstbetriebe war und im Grunde der Ausfall jetzt aktuell im Klimawandel, Sturm, Borkenkäfer extrem ökonomisch problematisch sind und auch vor dem Hintergrund natürlich auch sehr intensiv
die Diskussion darum geht, was sozusagen ertragsstarke und auch klimastabile Alternativen sind. Das war sozusagen diese betriebliche Dimension. Ich wollte in der nächsten Folie nur deutlich machen, wenn wir Wirtschaft sprechen, sind es in der Regel nicht die Forstbetriebe, die relevant sind, sondern im Prinzip, das haben, nennen wir sozusagen ja das berühmte Cluster Forst und Holz. In der Forstwirtschaft haben wir bundesweit nicht allzu viel, nicht allzu viel Beschäftigte. Wir sehen irgendwie hier gut 90.000 damals in der Statistik von 2017 sozusagen in Abhängigkeit von dem Rohstoff Holz, bearbeiten, verarbeitendes Gewerbe und so weiter, haben wir fast oder den Faktor mehr als 10. Und das ist sozusagen eigentlich sozusagen der wirtschaftlich relevante Teil, also nicht die Forstbetriebe, die sind ziemlich bundesweit und auch vermutlich auch im Lande Brandenburg zu vernachlässigen, sondern sehr viel entscheidender ist mit Blick auf die Wirtschaft, sozusagen die nachgelagerte Wirtschaft. Und vor dem Hintergrund ist das eben auch eine, denke ich, so von Herrn Dieter damals auch 2011 nochmal bestätigte, sehr handgreifliche Größenordnung. Die Wertschöpfung von 100 Kubikmeter nachhaltig genutzten Holzes oder wenn man sagt 15 Hektar Waldfläche, vielleicht in Brandenburg braucht man vielleicht dafür 20 Hektar, sozusagen dahinter steckt sozusagen dann ein Vollzeitäquivalent, aber eben nicht in der Forstwirtschaft, sondern außerhalb. Mit Blick auf den nachhaltigen Konsum und Produktion wollte ich im Grunde auf die Bedeutung von Rohstoff Holz noch eingehen. Es gilt ja vielfach auch als ein Musterbeispiel und Modell für Kreislaufwirtschaft. Wir sehen hier sozusagen die Urproduktion, Stammholz, Industrieholz, Energieholz, geht dann in die verschiedenen Verwendungsbereiche. Und wenn es gut geht, kann man im Sinne der Kaskadennutzung Holz mehrfach nutzen, eben den Balken dann möglicherweise idealerweise weiterverwenden, vielleicht aber natürlich auch zum Tisch zersägen oder schlimmstenfalls eben auch in die Spanplatte. Auf alle Fälle, das Recycling funktioniert und im Grunde abschließend dann auch die energetische Nutzung. Betrachtet man diese Zusammenhänge etwas differenzierter, hier habe ich auch nochmal Zahlen von dem Thünen-Institut, aber nicht aus Eberswalde, sondern Thünen-Institut, also Professor Dieter aus Hamburg, ist das vielleicht eben auch ganz interessant und eindrücklich, dass das inländische Rohholzverwendung, also ich heiße Verwendung und nicht Versendung, Entschuldigung, dafür, also zu 73% wird sozusagen deutschlandweit Nadelholz verwandt bei nur 55% der Fläche. Das waren sozusagen die Zahlen, die wir am Anfang gesehen haben. Und wenn wir uns die Hauptverwendung, hinter mir ist ein schöner Hinweis auf Alternativen, die schätze ich auch sehr, die sind auch sicher sehr wichtig, dass wir im Grunde aus Laubholz mehr machen können. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es eben tatsächlich leider so, dass 70% des Laubholzes unmittelbar energetisch verwandt werden. Also sie gehen gar nicht in die Kaskadennutzung, sondern eben da über in großen Teilen eben tatsächlich in den Ofen. Und das ist sozusagen die stoffliche Holznutzung, hier als Schnittholz, Faser, Spanplatten, Holzschliff, eben ganz überwiegend vom Nadelholz abhängt mit aktuell 89%. Und im Ende die wichtige Botschaft ist aus dieser Grafik, dass eben das Nadelholz die Basis dieser gesellschaftlich gewünschten Kaskadennutzung ist. Ich bin mir auch sehr bewusst, dass natürlich auch gerade das Nadelholz das ist, was das besondere Problem darstellt, aber muss eben im Grunde erkennen, sozusagen die Bipolarität auch dieses Problems. Sehr intensiv wird ja über die Frage auch der Bedeutung des Holzes im Zusammenhang mit dem Klimaschutz diskutiert. Und hier ist mir wichtig sozusagen die Botschaft, dass es extrem wichtig eben auch ist, dass man die Komponenten und auch die Systemgrenzen sich klar macht, anderen klar macht und auch Einheitlichkeit in der Sprachregelung eben herstellt. Sehr intensiv wird natürlich auch aktuell und politisch diskutiert der Waldspeicher. Insofern denke ich, Walderhaltung ist ein extrem wichtiges Gebot. Geht auch natürlich Waldzerstörung eben entgegenwirken, idealerweise sozusagen Waldflächen vergrößern, natürlich auch vergrößern sozusagen des Holzvorrates, führt natürlich auch zu einer Erhöhung sozusagen des Waldspeichers. Wichtig ist,
dass neben den sozusagen Waldspeicher eben natürlich auch der Produktspeicher hinzutritt, denn das genutzte, dort gebundene CO2 bleibt ja sozusagen weiter in dem Produktspeicher und kann dann vielleicht eben auch mehrfach im Sinne Kaskadennutzung verwandt werden. Hier unten sehen Sie sozusagen die Zahlen in dem Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik und Waldpolitik von 2016, die aber aktuell immer noch auch von der Bundesministerin erwähnt werden, sind die in der Summe diese 127 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Davon machen 46% der Waldspeicher aus, der Produktspeicher 2,3. Und ganz wichtig ist eben auch die Diskussion, die berühmte Substitution. Ja? Also durch die Verwendung werden sozusagen andere Verwendungen, ob nun Beton, Stahl oder vielleicht Erdöl, substituiert. Und wir sehen, dass dieser Bereich eben tatsächlich rund 50% der Klimaschutzwirkung im Grunde ausmacht. Also der Waldspeicher, der Produktspeicher und die Substitution im internationalen Feld sind das immer die 3S, Sink, Storage und Substitution, als die zentralen Elemente der Klimaschutzwirkung des Waldes und auch der entsprechenden Waldnutzung. Daraus hatte der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik im Grunde dann auch die aus meiner Sicht auch heute immer noch gültige Empfehlung im Grunde abgeleitet, produktive Wälder sichern und Potenziale zum Klimaschutz nachhaltig nutzen. Auch den Hinweis mit dem Anbau von angepassten und produktiven Baumarten fördern, insbesondere von trockenheitstoleranten Laubholzarten in Mischbeständen mit Laubholz. Das ist sozusagen die zentrale Botschaft. Ganz wichtig natürlich auch die Frage der Langlebigkeit von Holzprodukten steigern. Eben nicht sofort die Sachen in den Ofen zu stecken, sondern die positive Wirkung entsteht im Grunde durch die langfristige, auch kaskadenartige Nutzung. Aber natürlich auch die extreme Notwendigkeit der Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Ich glaube, an dem Ob, da stellt keine Frage, über die Frage des Wie muss man sicher noch streiten, auch im Sinne eines konstruktiven Dialogprozesses. Klimaschutzeffekte auch bei Waldschutzgebieten beachten und natürlich ganz wichtig, Schutz von Waldböden hat der Ibisch im Grunde natürlich vorhin auch adressiert. Okay, vielleicht jetzt noch ganz kurzer Blick auf diesen gläsernen Forstbetrieb. Eben, es sind schon die erwähnten beiden Flächen, einmal sozusagen das Revier Gorlin zum Forstbetrieb Reiersdorf gehörend, Landeswald und den von der NABU-Stiftung Witwesee. Wir sind dort mit gebeten worden, im Grunde dran zu bearbeiten, insbesondere die Frage der Bewertung der Ökosystemleistung, aber sozusagen aus der forstökonomischen Sicht ein Stück weit natürlich die Fragen, die ich eben schon so etwas adressiert habe in dem allgemeinen Teil. Faktisch machen wir eine maßnahmenbegleitende Stichprobeninventur. Sie sehen dort links das Projektgebiet Gorlin, rechts sozusagen Projektgebiet Witwesee und eben gestartet sind wir 2017, das ist sozusagen die rote Farbe, und dann 18, 19 sozusagen eine, sozusagen einmal umgreifend, jetzt in einem Jahr fünf, sollen sozusagen das ganze Projektgebiet in beiden Fällen sozusagen abgelaufen werden. Zurzeit sind auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von mir gerade vor Ort und messen dort wieder Bäume und analysieren die entsprechenden Maßnahmen. Faktisch ist es so, dass ich Ihnen tatsächlich nur Ergebnisse von 2 Jahren vorstellen kann, weil sie ein integraler Bestandteil ist, die Wiederaufnahme. Die ist es eben für das Jahr 19 erfolgt, die jetzt im Jahr 20. Vor dem Hintergrund nur so ein paar Daten. Eben, wir haben dort Holzvorräte gemessen und Sie sehen dort klassische Darstellung über Baumarten, Altersklassen, Übersicht. Sie sehen auch, dass das Projektgebiet Gorlin, G dargestellt, vergleichsweise bunt ist, also auch nennenswerte Buchen- und Eichenanteile und so weiter, enthält gerade bei den höheren Altersklassen eben der Bereich Witwesee ist, was die Kiefer anbetrifft, stärker durch die Baumart Kiefer dominiert, und wir haben sozusagen so Vorräte ermittelt von 360, 70 Festmeter sozusagen im Prinzip als Ausgangssituation. Es wird dann sozusagen laufend, die Eingriffe werden hier dokumentiert. Sie sehen hier dargestellt sozusagen rot Zuwachsschätzung. Zuwachs kann man nicht in Jahresfrist messen, den kann man nur sozusagen schätzen. Wir haben sozusagen dann dokumentiert die Eingriffe. Auf der linken Seite sehen Sie wieder Gorlin. Dort
ist im Grunde der Zuwachs als rote Säule, die Nutzung in den 2 Jahren entsprechend dargestellt. Rechts sehen Sie Witwesee. Dort ist zumindest keine Nutzung passiert, die dem Wald entnommen wurde, sondern exemplarisch wurde auch dort Totholz angereichert, was Herr Ibel schon gesagt hat. Das findet sich beispielsweise auch jetzt hier in der rechten Grafik. Neben dem Totholz aufgrund von Mortalität, dem Totholz als Restholz, also Nutzungsreste auch im Witwesee, hat es ja zuvor eben noch Nutzung gegeben, sind noch Reste vorhanden, ist dort eine substanzielle Anreicherung, hat auch dort experimentell stattgefunden, also Maßnahmen, aktive Maßnahmen der Totholzanreicherung. Und ist jetzt unsere Aufgabe, das ist leider Work in Progress, damit sind wir eben noch nicht fertig, nicht? Eben diese jetzt zumindest erkennbaren verschiedenen alternativen Nutzungsintensitäten im Grunde hier auch zu bewerten, mit Blick auf die Frage betrieblichen Erfolgs, Volumen, nicht? Entsprechende Holzvolumina, wo ist das Holz geblieben, welche Wertschöpfung ist daran daraus gefolgert, wie ist die Klimaschutzleistung jetzt bezüglich Waldspeicher, Produktspeicher und Substitution einzuschätzen, und eben insbesondere befassen wir auch mit den entsprechenden Risiken. Auf der rechten Seite sind ein paar optische Impressionen, nicht, aus diesen beiden Gebieten. Jetzt käme ich auch schon zu meinem Ende und zu meinen entsprechenden Folgerungen. Es ging ja mir darum, und war ja gebeten worden, nicht, über Vergleich Forst- und Wirtschaftungskonzepte zu sprechen, und denke, die eine ganz wichtige Basis ist eben, sich und anderen wieder klarzumachen, dass Wälder im Grunde eine große Vielzahl von Funktionen erfüllen. Wir nennen es heute im Grunde in Neudeutsch die Ökosystemleistung, aber im Grunde, wenn man sie einordnet, das ist, glaube ich, ist aus meiner Sicht eben auch wichtig, dass sie einzuordnen sind im Sinne der Sustainable Development Goals, also der übergeordneten politischen Ziele, die ja auch eigentlich eine Manifestation dessen darstellen, was wir sozusagen allgemein das Gemeinwohl verstehen, nicht? Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Wenn wir über Bewirtschaftung sprechen, das ist aus meiner Sicht immer sehr wichtig, sich und auch anderen wieder klarzumachen, nicht? Wenn es um knappe Güter geht, entsteht regelmäßig die Konkurrenz. Im Ökonomischen nennt man das Opportunitätskosten, erkläre ich den Studenten auch immer. Wenn man einen Nutzen auf der einen Seite hat, hat man Opportunitätskosten, Nutzenentgang auf der anderen Stelle. Und das ist aber im Grunde das Wichtige, dass man dies dann sozusagen entsprechend zum Ausgleich bringt. Und dass wir es mit knappen Ressourcen zu tun haben, selbst wenn einem 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland als unbegrenzte Fläche erscheinen mag, ich denke, es ist jedem klar. Wenn wir um Wälder sprechen, geht es um knappe Ressourcen und es geht darum, sie auch, sagen wir, gesellschaftlich effizient, nicht, im Sinne der Erfüllung sozusagen der Vielzahl von Zielen dann vernünftig zu verwenden. Und in vielen Fällen geht es sicher im Grunde auch eine der Möglichkeiten, ist die Frage der Integration. Idealerweise, wenn man auf derselben Fläche mehrere Sachen gleichzeitig bedienen kann, ist es vielfach besser, als wenn man segmentiert. Wichtig ist bei der Bewertung von diesen Folgen, dass man im Grunde nicht nur, wie eben deutlich gemacht, nicht nur den Nutzen an der einen Stelle, sondern die Frage, nicht, was folgt an anderer Stelle, eigentlich eindeutig erkennbar durch die Frage der Substitution, nicht, macht das ja sozusagen deutlich, wenn ich an der einen Stelle etwas tue, was muss oder unterlasse, wie muss das entsprechend substituiert werden. Ganz wichtig ist natürlich auch, neben der Frage, nicht, das Was und das Wie, ist auch die Frage des Wo, also die Frage Leakage, wenn wir in Deutschland etwas verändern, nicht? Was folgt daraus, wenn wir im Grunde Sachen hier nicht mehr produzieren wollen, werden wir sicher irgendwie was importieren können, aber welche Folgen hat das sozusagen weltweit, Leakage? Aber natürlich auch die Frage der langfristigen Folgen. Nicht? Es ist unbestritten, dass wer heute Kohle verbrennt, pro CO2-Emission mehr Energie daraus bekommt, als wenn ich ein Stück Holz verbrenne. Aber das eine ist sozusagen langfristiger Teil eines, sagen wir, CO2-Kreislaufes. Und bei der Kohle wissen wir, dass das im Grunde fossile Energie ist. Okay, ich denke auch ganz wichtig, wenn wir im Grunde bewerten, das müssen wir eben auch erkennen, dass wir es eben mit hoffentlich nachhaltigen Systemen zu tun haben und eben, dass dies nicht verglichen werden darf mit sozusagen reiner Frage der Waldzerstörung, Exploitation, was weltweit wirklich ein großes Waldproblem ist. Das ist sicher auch ein großes Kommunikationsproblem, wo wir als Branche sicher gefordert sind. Was uns, denke ich, auch alle im Saal eint, dass sozusagen die erwähnten Klimaextreme, die wir gerade erleben, bewährte Waldbaukonzepte in Frage stellt, das ist unbestritten.
Und dass sozusagen eine Neubewertung eigentlich von vielen, was man tut, notwendig ist. Baumarten eigen ist sicher eine sehr zentrale Frage. Ich vermute, Herr Wolte auch davon nachher noch oder gleich darauf eingehen. Und ich meine aber, dass sozusagen, wenn wir von nachhaltiger Waldbewirtschaftung sprechen, nicht, schon doch sehr prinzipielle oder Grundkriterien aufrechtzuerhalten sind. Das eine ist, geht sicher um die Begründung von langlebigen, stabilen und adaptierbaren Systemen. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Verhältnisse ändern. Sie müssen eben adaptierbar sein, sie müssen langlebig und stabil sein. Nicht? Standorteignung, Naturnähe, Vielfalt, Mischung sind sicher ganz wichtige Prinzipien. Wichtig ist natürlich aber auch, dass wir produktive Systeme sprechen. Nicht? Es reicht eben offensichtlich nicht nur Grün, Photosynthese, sondern nicht? Soll eben tatsächlich eben CO2-Bindung und auch nutzbare nachher sozusagen entsprechende Mengen sozusagen heranwachsen. Idealerweise eben auch mit einem vergleichsweise geringen waldbaulichen Input, also sich natürlich verjüngende Systeme mit wüchsigen Baumarten und natürlich eben schon angedeutet die Frage der Nutzbarkeit, die stoffliche Holzverwendung, die Frage der Kaskadennutzung, nicht? Was sicher auch eine Frage einfach ist, Mechanisierbarkeit, sprechen wir heute wenig drüber, aber es geht ja um Menschen und um Arbeit, Input. Und wir kennen alle sozusagen die gesellschaftlichen Wandel, die vorstellen, dass man mit Pferd und manueller Arbeit den Wald von morgen gestaltet. Ich habe zumindest nicht diese Vision. Aber diese Grundsatzfrage, die der Minister am Anfang eben auch schon gestellt hat, sind das eben eigentlich Systeme, die sich aus dem Holzerlös eigentlich tragen. Und das ist die Tradition eigentlich der letzten 150 oder fast 300 Jahre nachhaltige Forstwirtschaft. Und ich habe den Eindruck, dass die zunehmend vorbei sind, dass sich diese Themen sich selber eben aus dem Holzerlös tragen, sondern die zentrale Frage ist aus meiner Sicht, nicht, wie gelingt sozusagen dieses System durch die Finanzierung der Ökosystemleistung? Und das hatte Herr Weber am Anfang ja auch schon gesagt. Das war es aus meiner Sicht. Vielen Dank. Herr Professor Möhring, vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe auch gleich die erste Online-Frage an Sie. Wie denken Sie, werden sich die Substitutionseffekte entwickeln, wenn mehr und mehr erneuerbare Energien Teil des Energiemixes sind? Mikro kommt von hinten, dann sind Sie für alle zu verstehen. Bitte sehr. An der Frage der Substitution zeigt sich ja natürlich genau, nicht, dass durch die Veränderung und der sozusagen zunehmende Verlagerung jetzt auf erneuerbare Energien wird natürlich der Substitutionseffekt geringer, weil man eben im Grunde dann gerade nicht mehr originär so entsprechend viel CO2 einsparen kann. Insofern durch auch die Veränderung der Rahmenbedingungen wird natürlich der Substitutionseffekt sich reduzieren, gerade im energetischen Bereich. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen hier aus dem Auditorium? Das ist nicht der Fall. Online liegen mir auch keine weiteren vor. Dann nochmals herzlichen Dank für den Beitrag. Und ich komme ein bisschen im Zeitplan hinterherhinkend, aber das geht von Ihrer Mittagspause ab. Das ist also nicht so problematisch. Professor Andreas Bolte, Leiter des Institutes für Waldökosysteme am Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut mit Sitz in Eberswalde. Daher ein häufiger Gast bei uns, erst vor kurzem beim Landesjagdbeirat mit einem ähnlichen Vortrag für die Problematik Verjüngung der Wälder zu der Problematik. Du bist weiterhin, Andreas, außerplanmäßiger Professor für Waldökologie an der Universität Göttingen. Und ja, wir freuen uns auf deinen dann diese Runde abschließenden Vortrag. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und an den Bildschirmen. Erstmal herzlichen Dank, Carsten, für den Druck, den du aufgebaut hast, dass ich sozusagen jetzt in die Reservezeit komme. Ich werde mich auch bemühen, nicht zu lang zu reden und möglichst prägnant auch auf die Dinge einzugehen. Ja, ich habe den gewünschten Titel etwas geändert. Ich stamme ja oder arbeite ja bei einem Bundesinstitut. Deshalb habe ich auch versucht, die Brandenburger Situation auch vor dem Hintergrund der gesamtdeutschen Situation auch einzuordnen. Und ich denke, daraus ergeben sich auch ein paar interessante Aspekte.
Ja, Klimawandel und seine Folgen, da will ich nur kurz drauf eingehen. Vieles ist auch schon von Christopher Reyer angesprochen worden. Ich werde dann nochmal eingehen auf den aktuellen Waldzustand anhand der Zahlen, die dem BML vorliegen, gemeldet wurden von den Ländern, die Schadsituation, über mögliche Waldzukünfte sprechen und Gestaltungsoptionen und schließlich Wege zur Anpassung, ja, ich sag mal, anzudiskutieren und dann am Ende auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Ja, Klimawandel und seine Folgen, hier mal dargestellt, am Beispiel des Nationalparkes Harzes, also sozusagen Nationalparke wie nicht bewirtschaftete Bestände, bewirtschaftete Bestände sind allesamt betroffen von den Waldschäden. Und ich will nur kurz darauf eingehen, das ist ein relativ altes Bild aus dem dritten IPCC-Bericht, also 2001. Aber mir ist wichtig, auf eine Sache aufmerksam zu machen. Wir haben es, was auch Christopher Reyer angesprochen hat, nicht mit einer sozusagen reinen Erwärmung zu tun, sondern tatsächlich auch mit einer Verschärfung der Extreme. Das heißt also, wir haben deutlich stärkere heiße Extremwetterlagen, aber, und das wurde ja auch deutlich in seinem Vortrag, wir haben weiterhin auch noch mit Kälteextremen zu rechnen. Was bedeutet, wir rücken also mit dem Klima nicht schlichtweg an das Mittelmeer heran, sondern eher in die kontinentalere Richtung. Was bedeutet, dass man natürlich Arten, die frostempfindlich sind, zum Beispiel dann nicht als primäre Ersatzbaumarten dann einsetzen kann. Möglicherweise haben wir sogar ein nicht analoges Klima, also ein neuartiges Klima, was wir so im Grunde auch noch nicht kennen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also für alle, die darüber nachdenken, dass man ja mediterrane Arten zukünftig einsetzen könnte. Ich denke, das ist gefährlich. Hier auch noch mal ganz klar aus einer Analyse, die wir jetzt mal gemacht haben, aus DWD-Daten dargestellt. Also hier die klimatische Wasserbilanz. Herr Reyer hat das ja dargestellt für den Bereich Potsdam. Was Sie ja sehen können, aber auch noch mal, auch dieses Jahr, 2020, ist eigentlich vergleichbar mit 2019 in weiten Teilen Deutschlands. Das heißt also, wir haben es meines Erachtens nicht mit einer Zweijahrestrockenheit zu tun, sondern vielerorts mit einer Dreijahrestrockenheit. Hier dargestellt, was das bedeutet, hier aus dieser Station, Monitoringstation Klötze, durchaus vergleichbar, hier im nördlichen Sachsen-Anhalt, vergleichbar mit Brandenburg, kann man sehr schön sehen, 2018, das war ein relativ feuchter Winter, auch noch mit Schnee, Ostern herum, dann diese starke Austrocknung. Das Problem war 2018/19, dass wir sehr geringe Winterniederschläge hatten und eigentlich die Bodenwasserauffüllung hier im Oberboden überhaupt nicht gegeben war. Das heißt, die Trockenheit vollzog sich also weiter und dann gab es im Grunde das Trockenjahr 2019 und auf vielen Standorten ist das auch zwischen 2019 und 20 passiert. Und das ist sicherlich ein Punkt, der ganz neu ist und wie schon auch von Bernhard Möhring gesagt, also seit der Wetteraufzeichnung gibt es im Grunde eigentlich so eine Situation, gab es so eine Situation bisher in Deutschland nicht. Also ich gehe von einer Dreijahrestrockenheit aus und das sind Dinge, die, ich habe mit Klimaforschern geredet, ja eigentlich so in 2040ern eigentlich so vorstellbar war bisher. Das zeigt im Grunde die außerordentliche Situation an. Ja, Waldzustand und Schadsituation. Hier mal eine Einordnung. Ich habe mal selber Daten versucht zusammenzurechnen aus ganz Europa. Wie war das also mit diesen Waldschäden 2018 bis 2020? Man kann relativ schön erkennen, dass Deutschland und Tschechien im Zentrum waren, also mit zusammen über ganz Mitteleuropa ca. 250 bis 300 Millionen Kubikmeter Schadholz. Deutschland den größeren Anteil, aber Tschechien gemessen an der geringeren Waldfläche auch einen erheblichen Anteil. Die anderen Länder relativ gering und wir sehen, dass im Grunde die Fichte hauptsächlich betroffen ist. Damit will ich nicht kleinreden, dass wir natürlich hier auch hier in Brandenburg mit Kiefer und anderen Baumarten Probleme haben, aber wenn Sie mal durch Deutschland reisen, ins Sauerland oder in den Frankenwald, oder nach Hessen, dann werden Sie sehen, da gibt es Landschaften, die werden gerade komplett umgestaltet, und zwar auf größerer Fläche. Insgesamt ist aber auch wichtig, dass wir im Moment mit den Schäden noch ungefähr bei nur 5% des aktuellen Fichtenholzvolumens in ganz Europa sind und noch unter 10% des gesamten Fichtenholzvolumens in Deutschland. Das heißt, es ist auch wichtig, wir haben ein großes Gefährdungspotenzial, was im Moment noch nicht geschädigt ist, also ich warne davor, jetzt schon sozusagen von dem großen Waldsterben zu reden, weil dann müsste man irgendwann Waldsterben hoch 2 oder hoch 3 oder hoch 4 reden, wenn sich das möglicherweise dann auch weiter vollzieht. Also da auch wichtig, auch die Kirche im Dorf lassen.
Bei den Waldschäden, das sind jetzt Zahlen aus dem Sommer 2018. Ich habe mit Kollegen diskutiert, zum Teil gab es da auch sozusagen auch verzögerte, vielleicht auch nicht hundertprozentig vollständige Ländermeldungen. Aber was mir hier wichtig ist, darzustellen, auch hier ganz klar, die Bundesländer mit hohem Fichtenanteil sind die, die die höchsten Schadflächen haben mit Abstand, also Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und auch die höchsten Schadholzmengen. Zu dem Zeitpunkt lag Brandenburg nur noch unter 2% bei der Schadholzmenge und bei 2,3 bei den Schadflächen. Da ist sicherlich einiges dazugekommen. Aber auch das jetzt zur Einordnung, auch bei der Frage Vorschädenausgleichsgesetz. In der Diskussion, ich bin auch in der Arbeitsgruppe, Bund-Länder-Arbeitsgruppe auch, man muss halt sehen, im Moment wird natürlich sehr stark geguckt, wie können im Grunde eigentlich die Betriebe, die hohe Schadholzmengen haben an Fichte, gestärkt werden. Und da ist es natürlich so, dass im Grunde eigentlich dann auch das Einschlagen von vitalem Holz oder lebendem Holz anderer Baumarten natürlich dann auch heruntergefahren werden soll vor dem Hintergrund oder sollte. Hier Daten von unseren Kollegen vom Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde zu den Schwerpunkten hier in Brandenburg. Also Absterbebestände, also komplett abgestorbene Bestände auf ca. 500 Hektar. Regionale Schwerpunkte, wurde schon gesagt, also Elbe-Elster, Herzberg, Hohenleipisch, also Südbrandenburg. Wichtig ist hauptsächlich Kiefer, natürlich, weil hauptsächlich ja auch in Brandenburg vorhanden, aber auch Fichte hier betroffen. Weniger nachrangig, aber jetzt zunehmend auch Lärche und Buche bei den komplett abgestorbenen Beständen. Bei den Beständen, die Lücken haben, also Einzelbaum oder gruppenweise absterben, haben wir im Grunde eigentlich alle Arten zusammen, auch wenn hier die Kiefer dominiert, da kommt auch die Eiche mit dazu. Und wichtig ist, in vielen Fällen sind es natürlich dann auch biotische Schadursachen, zum Beispiel Kiefernprachtkäfer, Borkenkäfer, wichtig auch neuerdings auch Borkenkäfer an der Buche, also die beiden Borkenkäferarten, oder auch der Waldgärtner. Also diese biotische Komponente spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ja, wie sieht die mögliche Waldzukunft aus und welche Gestaltungsoptionen liegen vor? Jetzt wieder auch die Fichte betrachtet, einfach weil das sozusagen im Brennglas eine Art Beispiel ist, was natürlich auch im Grunde eigentlich auch in Zukunft sich bei der Kiefer vollziehen kann. Wenn man sich hier anschaut, und das sind jetzt sozusagen Ansätze aus Österreich, die sagen, unter 600 Meter sehen wir im Grunde die Fichte nicht mehr als anbauwürdige Baumart an. Und wir sehen aber, wenn wir das auf Deutschland übertragen, Österreich hat relativ geringe Anteile hier unter 600 Meter. Unsere Hauptanteile sind unter 600 Meter, nämlich über 800 Millionen Kubikmeter, jetzt an Holzvolumen. Und insgesamt kann man sagen, dass also in beiden Ländern zusammen 900 Millionen Kubikmeter dann zukünftig bedroht sind. Und daraus ergibt sich im Grunde eigentlich dann entsprechender Waldumbaubedarf. Weil, und wenn Sie das mal anschauen, ich habe mir das in vielen verschiedenen Beständen im Harz oder aber auch im Solling angeguckt, unter in den Schadbeständen, mit den reinen Fichtenbeständen, haben wir häufig eine sehr starke Fichtennaturverjüngung unten drunter. Wenn wir die nicht zumindest teilweise anreichern mit anderen Baumarten oder umbauen, haben wir dort die Schadbestände der Zukunft natürlich konserviert. Also von daher gibt es Situationen, die im Grunde eigentlich dann einen Waldumbau als solches, einen Baumartenwechsel oder eine Baumartenerweiterung dann notwendig machen, dann entsprechend gegeben. Wir haben das jetzt mal versucht, anhand dieser Daten auf die Bundeswaldinventurflächen hochzurechnen. Links also die Trakt der Bundeswaldinventur mit dem Ansatz, also wenn Fichte unter 600 Meter gefährdet wäre, wie sich das auswirken würde. Und Sie sehen im Grunde, Fichte ist dann nur in Süddeutschland in Teilen und in Hochlagen der Mittelgebirge in dem Sinne als führende Baumart zu erhalten oder erhaltbar. Und auf der anderen Seite hier ein Buchenbestand. Und hier haben wir uns daran orientiert. Wir haben gesehen, dass die Buche vielfach in Bereichen mit geringer nutzbarer Feldkapazität dort unter Trockenstress und Hitzestress gerät. Sie sehen hier im Grunde, also unter 900 Millimeter sind also trockene bis sehr trockene Standorte. Und Sie sehen, dass hier Standorte hier gefährdet sind, zum Beispiel hier diese Muschelkalk-Standorte hier, Schwäbische, Fränkische Alb, hier auch die thüringische, hessischen Muschelkalk-Standorte oder das Weserbergland. Und insgesamt, wenn man das mal hochrechnet, es wären also 70%, das sind also über 2 Millionen Hektar, sogenannte Gefährdungsbestände bei der Fichte und auch immerhin über 30% bei der Buche, entsprechend auch der Holzvorrat.
Und wir haben jetzt auch mit den Kollegen, mit Matthias Dieter in Hamburg auch mal ausgerechnet, was würde denn bedeuten, wenn man innerhalb der nächsten 30 Jahre diese Bestände umbauen würde, was würde das an Finanzvolumen nötig machen, und kam auf Zahlen von 15 bis über 40 Milliarden Euro. Bezieht man das jetzt auf Brandenburg runter, es wurde jetzt die Zahl von 300.000 auch genannt, dann sind wir dort auch durchaus im Milliardenbereich, wenn man das sozusagen insgesamt kumuliert und in den nächsten 30 Jahren dann entsprechend was erreichen will. Ja, wir haben ja bestimmte Leitsätze im Klimawandel, ist die Frage, ob die weiterhin gelten. Es war ja am Anfang auch schon die Frage davon, dass wir bisheriges Wissen möglicherweise dann auch überdenken müssen. Der erste Leitsatz, waldbauliche Entscheidungen gelten für Jahrzehnte. Ich glaube, brauche ich nicht weiter zu diskutieren, hat der Klimawandel vielfach in Frage gestellt. Aber wir haben auch andere Ansätze oder Leitsätze. Das erste ist ja auch im Forstsaatgutgesetz entsprechend kodiert. Lokale Herkünfte bieten immer das beste Material für die Verjüngung. Jetzt ist die Frage, wenn es die Standorte und das Klima verändert, ob das der Fall ist. Und der dritte Punkt, Naturverjüngung und natürliche Waldentwicklung bieten immer die beste Grundlage für die Waldanpassung. Das ist ja auch diskutiert worden hier. Wenn man sich jetzt anschaut, das ist hier eine vertrocknete Eichenkultur im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Da kann man sehr gut erkennen, dieser Waldbesitzer hier kann nach wenigen Jahrzehnten seine waldbauliche Entscheidung revidieren. Das waren lokale Herkünfte. Also ist die Frage, soll er wieder mit lokalen Herkünften arbeiten? Und der dritte Punkt, wir haben ja keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft mit starker Landschaftszerschneidung durch Siedlungsräume und Ackerräume. Das bedeutet eine spontane natürliche Waldentwicklung, zum Beispiel durch Erweiterung der Lebensräume neuer Baumarten, das Einwandern neuer Baumarten von Süden her, ist ja nicht ohne weiteres möglich. Und die Frage ist, was sehr wichtig ist, wenn man aber nur auf natürliche Sukzessionen setzt, sehe ich die Gefahr, dass wir bestimmte Möglichkeiten oder Potenziale auch dann nicht ausschöpfen, die im Grunde Baumarten aus den benachbarten südlichen Gebieten oder südöstlichen Gebieten dann auch bieten. Also von daher ist mein Petitum zumindest fragwürdig, wenn nicht gar im Grunde eigentlich dann auch zu revidieren, diese waldbaulichen Lehrsätze. Eine Idee, die international sehr stark diskutiert wird, ist die sogenannte Assisted Migration oder schlecht übersetzt unterstützte Wanderung. Und hier anhand eines amerikanischen Artikels mal, was das bedeutet, aber jetzt auf Deutschland bezogen. Also die erste und mildeste Möglichkeit wäre der Transfer von Herkünften innerhalb einer Verbreitung einer Baumart. Jetzt zum Beispiel, wenn wir in Deutschland Herkünfte aus südlichen Verbreitungsgebieten der Buche, zum Beispiel aus Italien, dem Balkan oder Südfrankreich nutzen würden. Eine zweite Möglichkeit bietet die Ausweitung der Verbreitung. In Deutschland zum Beispiel die Pflaumeiche, die ja hauptsächlich in Süddeutschland oder auch zum Teil auch hier im Osten verbreitet ist, wenn man die zum Beispiel nach Norddeutschland bringen würde. Und die letzte Möglichkeit ist die Einführung dann von neuen Arten, also Exoten, wie zum Beispiel wird ja auch diskutiert, Libanon-Zeder, Atlas-Zeder und so weiter aus anderen Erdteilen zum Teil. Was wichtig ist, die Änderung der Baumartenzusammensetzung nimmt von links nach rechts zu. Das heißt, hier werden Sie erstmal gar nichts merken, das sind ja dieselbe Baumart, nur unterschiedliche Herkünfte. Hier natürlich der Anbau neuer Exoten bietet ein komplett anderes Bild, wobei man das natürlich im Grunde eigentlich sehr stark diskutieren müsste im Hinblick auf Inversivität, also Verdrängen anderer Arten, beziehungsweise auch Bewährung unter anderen klimatischen Bedingungen als vorhergesagt. Wir haben ja von Herrn Reyer gehört, vieles ist ja auch unsicher, wenn ich an Niederschläge denke oder andere Dinge. Ja, was wären dann im Grunde eigentlich aus dieser Palette, die im Grunde angeboten wird, die einem sozusagen eigentlich auch das Hinschauen und die Beobachtung liefern, eigentlich dann zu folgern? Oder was könnten Anpassungswege sein? Ich denke, es ist mehrfach auch gesagt, das Problem bei der Fichte, vielleicht auch dann später bei der Kiefer, ist nicht nur die Baumart, es sind die Reinbestände. Das heißt also, wenn es die Baumart erwischt, dann im Grunde eigentlich sind häufig dann die ganzen Bestände, gerade bei biotischen Schadereignissen, befallen. Das heißt also ganz klar Mischung, mehr Baumarten. Und vor dem Hintergrund ist aber auch, sind reine Buchenbestände aus meiner Sicht auch kritisch zu hinterfragen. Wir wissen gerade auch in Brandenburg,
gerade in der Region Nordbrandenburg, Eberswalde und so weiter, wurden in den 90er Jahren sehr viele Kiefernbestände in reine Buchenbestände umgebaut. Würde ich heute nicht mehr so empfehlen, weil wir wissen ja ganz genau, dass die Buche auch keine Bank mehr ist im Klimawandel. Also auch da müsste man schauen, dass man schon im Grunde eigentlich bei dem Umbau dann im Grunde eigentlich dann die Mischoption dann auch zieht. Wichtig ist dabei, dass man auch Naturführung mit einbeziehen kann. Ich glaube, jeder Waldbesitzer ist froh über jeden Baum, der im Grunde auch natürlich sich ansamt und dort kommt. Das aber möglicherweise dann auch mit Kunstverjüngung oder Mischung aus beiden dann entsprechend zu ergänzen, ist, denke ich, dann auch eine gute Option. Ganz wichtig, Erweiterung der Baumartenpalette. Und dabei vielleicht nicht von Anfang an Exoten denken, also Diskussionen um Baumhasel, Schwarznuss und so weiter, die vielfach auch geführt wird, sondern im Grunde eigentlich an die heimische Baumartenpalette, die bei uns im Grunde eigentlich relativ stark hier unterm Radar segelt. Also wenn man daran denkt an Winterlinde, Hainbuche, was ist mit Arten wie zum Beispiel der Esskastanie oder vielen anderen Arten, die im Grunde eigentlich dann ein Potenzial bieten, zumindest als Beimischung in Beständen, aber bisher häufig im Grunde eigentlich unterhalb dem Radar, das jetzt sehr stark auf diese vier Hauptbaumarten, also Fichte, Kiefer, Eiche, Buche gelenkt war, dann nicht betrachtet wurde. Wir auch relativ wenig noch wissen. Und dann natürlich nicht heimische Baumarten, dann aber natürlich vor dem Hintergrund zunächst, denke ich mal, die bewährten. Das ist die Frage zum Beispiel Douglasie, Roteiche, Küstentanne und so weiter. Und da ist natürlich auch wichtig, gerade wenn ich an Douglasie denke, weil auch jetzt auch auf eine Diskussion aufkam, es gibt auch jetzt sozusagen Hinweise auf schlecht angepasste Douglasienbestände, dann natürlich die Herkunft. Die Herkunft an der Küste, an der Küstendouglasie bei 2000 mm Niederschlag ist natürlich anders zu bewerten als von der Inlandsherkunft, die bei 400 oder 500 mm wächst und mit starker Sommertrockenheit. Also das ist im Grunde auch dann wichtig. Nutzung von Randherkünften bisheriger Hauptbaumarten. Wir selber haben Untersuchungen gemacht in einem europäischen Konsortium und wir sehen gerade bei der Buche da große Potenziale. Also südfranzösische oder italienische oder Balkanbuchen bieten zum Teil auch eine deutlich erhöhtere Anpassung, weil die schon in der Vergangenheit sehr viel Trockenheit erfahren haben. Aber da sind eigentlich nur unsere Forstsaatgutgesetze und Vorschriften zum Teil im Wege. Intensivere Waldpflege ist jetzt ein gewisser Widerspruch zu der Frage, die Bestände dicht zu halten. Aber die Frage ist ja, vielleicht kann man ja bestimmte Bereiche dicht halten, andere dafür öffnen, um letztendlich dort tatsächlich dem einzelnen Baumindividuum auch mehr Wasserressourcen zu liefern, weil damit der Wurzelraum entsprechend auch dann die Wasserressourcenausschöpfung dann auch verbessert wurde. Und was auch wichtig ist, mehrfach schon angesprochen, Beibehaltung jeglicher Strukturelemente des Vorbestandes. Also wenn möglich und nicht aus ökonomischen Gründen notwendig, ist es gut, wenn im Grunde Altholz, Totholz oder zum Beispiel auch eine Naturverjüngung, die vorhanden ist aus Sukzessionsbaumarten, also wie zum Beispiel Aspe, Birke und so weiter, die übernehmen und dann die Wirtschaftsbaumarten dann unten drunter zu pflanzen oder beizumischen. Und ich denke auch gerade bei den Pionierbaumarten muss man nicht zu viel Angst haben, dass die jetzt im Grunde so konkurrenzstark sind, dass sie im Grunde andere Wirtschaftsbaumarten dann von vornherein verdrängen. Also ich denke auch hier ist die Mischung im Grunde auch wichtig und nicht zu sagen, entweder alles mit Kunstverjüngung oder mit Naturverjüngung, sondern im Grunde intelligentere Mischungen da auch sich vorstellen. Ja, komme ich zu meinen Schlussfolgerungen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns, und das tun wir ja gerade heute auch, mit den aktuellen Waldschäden befassen und auch über die Wiederbewaldung möglicherweise kontrovers diskutieren, sei es nun über natürliche Wiederbewaldung oder Waldumbau. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir zukünftig noch mehr Augenmerk auf die Anpassung der jetzt noch nicht geschädigten Bestände richten, weil das sind die Schadbestände von morgen. Also ich würde gerne davon wegkommen, dass wir immer die Schäden reparieren, nachdem sie passiert sind, sondern versuchen, in den noch bestehenden Beständen im Grunde eigentlich dort eine Anpassung zu fahren, dass diese im Grunde auch den, ich sag mal, klimawandelbedingten Extremwetterlagen besser standhalten können. Deshalb denke ich, dass eine effiziente Förderung von Wiederbewaldung und Waldanpassung im Einklang aller Akteure im Wald essentiell ist. Das heißt also wirklich die ganzen auch
zum Teil auch berechtigte Kritik aus Naturschutzsicht und so weiter auch mit zu betrachten. Aber, und das sage ich auch unserem Ministerium, im Moment ist mir der Fokus zu sehr auf Wiederbewaldung und zu wenig auf Waldanpassung. Und wenn man sich die Zahlen anhört, die Milliardenbeträge, die dort notwendig sind, dann wird es mir manchmal Angst und Bange, wenn wir jetzt im Grunde eigentlich doch hohe Beträge jetzt in die Wiederbewaldung reinbringen, was richtig und wichtig ist, sind, aber wir brauchen möglicherweise noch mehr Aufwand und noch mehr Mittel auch in die Anpassung, sonst rennen wir immer weiter hinter den Schäden. Die rechtlichen Hindernisse. Wir hatten ein großes EU-Projekt, wo wir im Grunde auch mit in Brüssel mit entsprechenden Funktionären geredet haben. In Europa, weil wenn wir über Assisted Migration reden, reden wir ja im Grunde über Herkünfte aus dem Ausland, aus Ungarn und so weiter. Versuchen Sie mal im Grunde ein Saatgutzertifikat aus Ungarn zu entziffern. Es ist schlichtweg nicht möglich. Das heißt, wir haben im Moment EU-weit zu wenig einheitliche Regelungen und vor allem zu viele nationale Hindernisse. Das heißt also, hier ist gerade auch internationale Arbeit notwendig, um hier die Möglichkeiten zu schaffen, transparent geeignetes Saatgut zu identifizieren aus dem Ausland und im Grunde auch entsprechend auch einzusetzen. Aber das natürlich nicht auf großer Fläche, sondern eigentlich immer nach entsprechender wissenschaftlicher Testung. Und damit komme ich auch zu zur Rolle der Wissenschaft, weil ich denke, es ist ganz, ganz wichtig und Herr Minister Vogel hat es ja am Anfang auch gesagt, es reicht ja nicht nur, dass wir Wissenschaftler tolle Experimente machen in 1, 2, 3 Flächen, Waldökosystemforschung 2.0, sondern wir müssen das auch transferieren in die Praxis. Und da denke ich, dass es darum geht, tatsächlich auch ein Netzwerk aufzubauen zwischen Waldbesitzern, zwischen Akteuren im Wald und der Wissenschaft. Also der Gläserne Forst ist möglicherweise da auch ein Vorbild, aber das brauchen wir, glaube ich, auf viel mehr Flächen und mit viel mehr Waldbesitzern, weil wir im Grunde einen sehr stark strukturierten Waldbesitz haben und sehr unterschiedliche Standortsverhältnisse in Deutschland. Und eine Idee, die wir entwickelt haben und derzeit auch mit den Versuchsanstalten der Länder, mit dem BML, aber auch mit dem BMBF diskutieren, ist es tatsächlich im Grunde eigentlich so eine Art Landschaftslabor einzurichten und dafür auch Fördermittel im Grunde zu bekommen, dass wir im Grunde sagen können, die einzelnen Waldbesitzer, die mögen, können im Grunde eigentlich tatsächlich auch Wissenschaft oder in dem Sinne auch Unterstützer der Wissenschaft werden, indem wir im Grunde auch auf extensiver Weise in verschiedenen Waldflächen dann auch Anbauversuche fahren, uns dann anschauen im Grunde eigentlich, wie das funktioniert und dabei im Grunde auch moderne Mittel der Fernerkundung, aber auch der entsprechenden Initiativen vor Ort dann auch nutzen. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Danke. Lieber Andreas, es ist exzellent gelungen, diesen Spagat zwischen Mittagspause und Wissensvermittlung hinzubekommen. Vielen Dank dafür. Fragen an den Referenten. Bitte sehr, Mikro kommt von hinten. Bitte? Dann kommst du hier einfach mal her und wir halten Abstand. Helmut Brücher, Sprecher der BAG Wald und Wild des NABU. Sie sprachen von dem forstlichen Saatgut und Zertifizierung. Mir scheint, dass diese Zertifizierung sehr stark eine genetische Einengung ist, wo wir eigentlich jetzt genau das Gegenteil bräuchten. Die Zertifizierung wird ja im Wesentlichen auf gute Schäfte, nicht auf breite Kronen, nicht auf gutes Wurzelwerk mit Wasserversorgung gelenkt, sondern auf diese breiten Schäfte, davon ausgehend, dass man diese braucht, um zum Beispiel große Balken, sonst was zu produzieren. Und wenn wir eben gesehen haben, dass ein Großteil zum Beispiel der Buche in die direkte Nutzung, Verfeuerung geht, da brauchen wir ja diese Schäfte gar nicht. Also mir scheint diese Saatgutzertifizierung dem Bedarf und der Notwendigkeit durch die Klimaumstellung völlig entgegenzulaufen. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden. Also was ich meine, sind die Herkunftszertifikate. Also was Sie jetzt ja meinen, ist sehr stark sozusagen die Qualitätszertifikate, ne? Also ausgewähltes Vermehrungsgut und so weiter.
Ich sehe aber gerade auch bei den Forstgenetikern, mit denen wir jetzt auch in letzter Zeit sehr eng zusammenarbeiten, auch da ein Umdenken, weil die Frage ist, dass sozusagen einerseits die Garantie tatsächlich einer genetischen Vielfalt in Bäumen, in Saatgut, ja eigentlich zum Beispiel dadurch auch hergestellt werden kann, indem man sagt, man macht dann Saatgutabsaaten wirklich einer großen Individuenanzahl und auch in einem größeren Bereich. Aber andererseits ist ja gerade der Vorteil sozusagen eigentlich der Anpassung ist, wenn man in einer bestimmten Region ist, die jetzt zum Beispiel eine Trockenheitshistorie hat, dann hat man ja sozusagen eine gewisse Anpassung tatsächlich auf dieses Merkmal, zum Beispiel Trockenheitsresistenz. Bei der Buche, da haben wir auch Untersuchungen, nicht wir, aber auch machen lassen mit Partnern, konnten wir bisher nicht feststellen, dass im Grunde diese, ich sag mal, trockenheitsresistenteren Buchen, die wir gefunden haben, tatsächlich genetisch artenärmer sind als andere Arten, die im Grunde im Zentrum der Verbreitung sind. Was ich Ihnen gut zustimmen kann, ist die Frage, dass diese Frage der wirtschaftlichen Merkmale, unter denen im Grunde eigentlich Auswahl oder forstgenetische Züchtung häufig stand, dass das im Grunde eigentlich aus meiner Sicht sehr stark erweitert werden muss, in der Hinsicht, dass wir tatsächlich auch eine Art vitalitätsunterstützende im Grunde eigentlich dann Auslese brauchen. Das heißt, und das ist ja genau der Ansatz, mit dem wir fahren wollen, indem wir sagen, wir gucken jetzt nicht darauf, sind das besonders gradschaftige oder besonders wüchsige Individuen, sondern besitzen die eine spezifische Anpassung an extremen Wetterlagen, wie zum Beispiel Trockenheit. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Dann habe ich eine Online-Frage, die könnte ich auch beantworten, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Wie will die Wissenschaft gewährleisten, dass Baumarten geeignet sind, die man 5 Jahre im Gewächshaus getestet hat? Das ist genau das wollen wir ja machen mit unseren Landschaftslaboren. Also tatsächlich vielfach im Grunde eigentlich neue Baumarten einzuführen und 5 Jahre zu beobachten, ist natürlich schwierig. Deshalb denke ich, es ist gerade diese Phase, ich sag mal, des Offenland-Experimentierens ganz wichtig. Weil andersherum ist ja der Punkt, wenn wir jetzt sagen, wir fangen jetzt Experimente an und können dann nach 50 Jahren, nachdem wir im Grunde alles durchgemessen haben und beforscht haben, dann sagen, das ist die richtige Baumart, dann haben wir möglicherweise gar nicht mehr so viel Wald hier. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Das heißt also, es sind, glaube ich, jetzt gerade die Kunst, dass wir auf der einen Seite sozusagen relativ schnell auch unsichere Lösungen anbieten können, die dann aber tatsächlich in der Praxis auch erprobt werden. Das heißt, ich glaube, das ist im Grunde auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Zusammenschluss von Praxis und Wissenschaft, dass wir hier im Grunde eigentlich möglichst schnell Lösungen finden, die aber nicht zu schnell sind und dann im Grunde eigentlich am Ende in Fehlschläge münden. Ja, danke sehr. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, online habe ich auch keine mehr, dann würde ich gerne noch die Gelegenheit nutzen, bevor ich Sie in die Mittagspause verabschiede, 2 Dinge kurz klarzustellen, weil das angesprochen wurde. Einmal von Thomas Weber, der Minister hat es aber ja auch schon gesagt, Thema Fördermittel und deren Abruf in Brandenburg. Warum haben wir so viele Mittel und warum fließt so wenig ab? Das Ausreichen dieser 800 Millionen Euro hat sich rein auf die Waldfläche bezogen. Und mit 1,1 Millionen Hektar liegt Brandenburg immer zwischen Platz 3 und Platz 4. Wir streiten uns da mit Niedersachsen immer so ein bisschen, wer auf 3 oder 4 liegt. Das heißt, wir haben einen extrem hohen Anteil. Es gibt da unterschiedliche Schlüssel, Königsteiner Schlüssel, GAK-Schlüssel und so weiter und so weiter. Hier war es der Waldflächenschlüssel. Dadurch haben wir sehr, sehr hohen Betrag bekommen, sind aber gar nicht so betroffen. Das kam ja auch schon rüber. Die großen, gerade in deinem Vortrag, Andreas, die großen Kahlflächen mit der Fichte sind in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen, in anderen Bundesländern. Das ist einfach der Grund. Wir haben uns immer, wir als oberste Forstbehörde, für einen Betroffenheitsschlüssel eingesetzt. Und wir haben aber auch immer die Solidarität bekundet, die wir uns jetzt bei der ASP ja auch wünschen von anderen Bundesländern, haben gesagt, Bundesländer, die stärker betroffen sind, bekommen von uns dieses Geld selbstverständlich wieder zur Verfügung gestellt. Und darum haben wir auch schon jetzt einmal 5 Millionen und wir werden auch noch mal wieder einen weiteren Betrag den anderen Bundesländern zur Verfügung stellen. Und der zweite Punkt ist das Forstschädenausgleichsgesetz, was von dir, Thomas, ja auch angesprochen wurde.
Es gibt den Forstchefbeschluss der Forstchefkonferenz, das Forstschädenausgleichsgesetz zu aktivieren. Nordrhein-Westfalen hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dort eine Bundesratsinitiative zu starten. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dieses Forstschädenausgleichsgesetz wird ausschließlich die Fichte betreffen. Keine weitere Baumart. Alle anderen Baumarten erreichen bei weitem nicht die Schadensschwelle, die erforderlich ist, um das Forstschädenausgleichsgesetz zu ziehen. Das heißt, es wird nur steuerliche Erleichterungen für Fichtenbetriebe geben und es wird nur eine Frischholzeinschlagsbeschränkung bei der Fichte geben. Das heißt, wir sind da mit unserer Hauptbaumart Kiefer und allen anderen Baumarten weit außen vor. Das von mir zur Information. Jetzt kommt die Mittagspause. Da ich der Hüter der Zeit bin, kann ich mir erlauben, Ihre Mittagspause um 15 Minuten zu verlängern. Das heißt, Sie starten jetzt in die Mittagspause. Wir sehen uns um 13.45 Uhr. Bitte gleich in Ihren Seminarräumen wieder, nicht hier in diesem großen Raum. Sie erreichen die Kantine, indem Sie ganz nach unten zum Haupteingang gehen, ganz scharf rechts rum, nach draußen ein kurzer Weg an der frischen Luft und dann ist auf der rechten Seite die Kantine. 13.45 Uhr geht es weiter. Der Personenkreis, den wir zur Pressekonferenz gebeten haben, bleibt bitte hier im Raum. Hier wird noch ein bisschen umgebaut, dass wir die 1,50 Meter ein bisschen besser einhalten können. Und dann haben auch wir eine kurze Pause. Vielen Dank.